16, Vers 5, ja. Das ist doch das Lied von Salomon. Und da sagt er doch, es wird ein zuckersüßer Mensch kommen, ja. Er wird euch recht leiten. Sein Name ist Ahmad, in Hebräisch geschrieben. Wie heißt der Prophet? Mohammed Ahmed. Warte mal, warte mal, anonym, anonym. Du hast bis jetzt sehr, sehr viel Müll geredet, aber ist okay. Das hier lasse ich nicht durchgehen. Welche Schrift hast du gerade zitiert nochmal? Salomo? Salomons Lied. Hohes Lied. Welche Kapitel? Genau, Kapitel 16, Vers 5. Ja, gibt's nicht. Das ist erstens Kapitel 5, Vers 16. Du weißt, was du meine Entschuldige, genau umgekehrt. Genau, ja. Das heißt, wieder, du machst nur Fehler und willst uns lehren. Das ist keine Fehler. Lest doch mal bitte, was da steht. Ja. Lest doch mal bitte. Hast ja keine Geheimnisse, oder? Nein, liest du bitte. Lies mal deine Version, weil ich will nicht, dass es heißt, es ist meine Version. Lies mal deine Version. Ja, okay, dann machst du das mal deinen aus. Ja, du hast ja auch keine Fehler gemacht. Und zeig mal, wo der Ahmed steht. In Hebräisch, ne? Nee, das steht auch nicht. Zeig uns, wo dieser Ahmed steht. Ja, ich weiß, es wie sieht's wieder liegen. Also das ist eigentlich gerade Zeitverschwendung, aber ist okay. Wir lassen ihn denken, dass er Dings hier, ja, dass er uns wieder liegen kann. Es ist heute Entertainment, ja, deswegen wir lassen ihn einfach denken. Er soll lernen, wie man die Bibel aufmacht, wie man die Bibel zitiert und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so für ihn. Aber deswegen dauert es auch länger. Ja, deswegen. Du weißt ja nicht mal, wie man das aufmacht. Das ist ja das Problem. Okay. Und darf ich kommen so weiter, wenn du so beleidigt wirst? Nee, ich bin nicht beleidigt. Beleidigt doch nicht. Die Bibel sagt, man muss gewisse Menschen bloßstellen, die versuchen, das Wort Gottes zu verdrehen. Und du bist einer von ihnen und deswegen stelle ich dich gerade bloß. Weil du bist ein falscher Lehrer, du bist ein Ehelehrer. Achso, okay. Ja. Wieso bist du denn nicht, wenn ich gerade... Anonym, hörst du mich? Ja, wieso? Wie tust du denn nicht, wenn ich schon offen hast? Danke, dass du da warst. So, wir machen jetzt weiter. ja. Das war eine Zeitverschwendung. Er sollte die Bibel aufmachen, nur um verabschiedet zu werden. Oh Mann. Jetzt kann der alles. Jetzt kann er zu Hause alleine die Bibel lesen. Oh Mann, Alter, Leute, wirklich. Also, Leute, Mann. Wie könnt ihr so krass mit eurer Seele spielen, Alter? Das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Oh, Mann. Hallo, es nennt war... sich, das nennt sich die ghanesische Kombination. Oh, Mann, ja. Hallo, SWM. Ja, hallo. Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Uns geht's bestens. Was liegt dir auf dem Herzen, mein Bester? Also, ich hab den Titel gelesen, oder zwei Titel, und dazu ist mir direkt ein Bibelvers eingefallen. Ach so, warte mal, dich kenne ich doch, du bist doch diese Witzfigur von letztens, richtig? Ich hab dich jetzt in Erinnerung. Du bist diese Witzfigur, der nicht meine Frage beantworten wollte, der die ganze Zeit dazwischen geredet hat, richtig? Welche Frage? Du weißt genau, was ich meine. Ich war in vielen Livestreams. Du warst in vielen Livestreams, du bist ja derjenige, der mit dem Feigenbaum gekommen ist, von wegen Jesus wusste nicht, dass es nicht gesorgt ist. Das war mit dir. Ja, das war mit dir. Ja, ich habe so fünf Fragen gestellt, du hast keine einzige beantwortet, Digga. Ich habe übrigens auf Video. Und dann hast du mich gemutet und rausgeschmissen, das war ja richtig peinlich, Bro. Ja, weil du die ganze Zeit dazwischen bist. Das ist alles auf Video, Mann. Was redest du? Ich war auf Video. Ja, das ist auf Video, Digga. Das ist echt schlecht für dich. Schlecht für mich? Sicher, ja. Aber ich weiß nicht, ja. Oder wir können diesmal reden, oder du kannst mich wieder kicken. Das ist deine Entscheidung. Okay, warte mal. Mensa, oder Mami, Fanukakrameba. Okay, nimm du eine Frage auf einer sehr, sehr respektvollen Ebene. Du bist ja Moslem, oder? Okay. Sahih al-Bukhari 6524. Kannst du mir sagen, warum Allah Körperteile hat und warum Allah nackt ist am jüngsten Tag des Gerichts und warum seine Füße nackt sind? Kannst du mir das erklären? Das kann ich dir gerne erklären. Oh, also gib mir nochmal den Hadith. Okay.
Okay. Sahih al-Bukhari, also Sahih ist sehr, sehr authentisch. Okay. 6, 5, 2, 4. Nochmal. 6. 6, 5, 2, 4. 2, 4. Okay. Mhm. So, was willst du jetzt da wissen? Warum ist Allah nackt am jüngsten Tag des Gerichts? Weil er das so entschieden hat. Punkt. Ach so. Also Gott ist nackt dann am jüngsten Tag des Gerichts. Steht doch hier unmissverständlich. Aha. Alter, was für ein geiler Sexgott. Kannst du dich okay. jetzt abschreiten, oder was? Bro. Okay. Folgst du einem Gott, der am jüngsten Tag des Gerichts nackt ist? Folgst du einem also, Gott, der. Das ist doch nicht ein Gott, der aufs Klo geht, Hunger bekommt. Nein, beantworte doch mal meine Frage. Ich bin jetzt nicht auf die Bibel. Ja. Beantworte ja, doch meine Frage. Ja, also am jüngsten Tag des Gerichts ist Allah nackt. Ja, Digga, wie oft doch? Was, ja. Aber warum ist der am jüngsten Tag des Gerichts nackt? Weil er das so entschieden hat. Weil das so entschieden hat. Noch woher weißt du, dass das so entschieden mal, ja. hat? Bro, du kannst noch aber mal. Aber weißt du, dass das so entschieden hat? Ja. Oder ich kann dir meine Frage stellen. Nein, beantwortest du mal meine Frage. Gut, ich habe eine Frage beantwortet, Digga, ja. Ja oder nein Frage? Ich stelle dir eine Ja oder Nein Frage. Er stellt mir eine Ja oder Nein Frage. Ich sag ja und dann stelle sie nochmal und sagt, beantworte meine Frage. Ja, Eswürm, guck mal, du hast wirklich beantwortet, du bist ein ehrlicher Mensch und das gebe ich dir diesen Punkt, weil du weißt, wir sind alle ehrlich, ja, und du hast wirklich beantwortet, du hast zugegeben, dass dein Gott nackt sein wird und wir haben alle ja, verstanden. Ja, ja. Okay. Ja. Okay. So. Dann können wir jetzt auch mal wieder über die Titel reden, oder nicht? Über was? Über Titel? Ja, klar, können wir gerne machen. Ich habe das letzte Mal diesen Vers zitiert, aber darauf keine muss man keine Antwort geben. Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern. Es ist 4. Mose 23, 19. Kannst gern auch selbst aufschlagen oder ich lese einfach vor. Nee, wir haben nicht über 4. Mose geredet, wir haben über... Das war der erste Vers, den ich gebracht habe und dann sind wir abgeschrieben. Wir haben über den Feigenbaum geredet. Komm, wir können ein neues Gespräch, oder nicht? Wir können auch später nochmal über den Feigenbaum reden, aber... Du hast ja gemeint... Oh, willst du jetzt meine Frage hören oder nicht? Ich will hören das Thema. Okay. Ich will einfach nur den Vers erklärt haben in Bezug auf euer Gotteskonzept. Alles klar. Wenn da steht, Gott ist nicht ein Mensch, das er lüge, noch ein Menschenskind, das ihn etwas gereue. Mhm. Was ist deine Frage? Wenn Gott sagt, dass er kein Mensch ist und kein Menschenskind, kann man dann davon ausgehen, dass Gott als Mensch auf der Erde war. Kein Problem, das beantworte ich dir sehr, sehr gerne, okay? Ja, kein Problem. Und versprichst du mir, dass du nicht dazwischen reden wirst? Ich werde nicht dazwischen reden, ich höre dazu. Dankeschön. Also wenn die Stelle sagt, ja, wenn die Stelle sagt, dass Gott kein Mensch ist, die Stelle sagt nicht, dass Gott kein Mensch werden kann. Denn im gleichen Buch, den du zitiert hast, und zum Beispiel im 1. Mose Kapitel 18, da wurde Gott ein Mensch. Oder zum Beispiel im 4. Mose Kapitel 12, das sind, ich glaube, ein paar Kapitel von diesem Kapitel, was du gerade erwähnt hast. Ja, im Kapitel 12 hat Gott klipp und klar gesagt, dass er sich Mose gezeigt hat. Okay? Und das hat er getan, indem er eine menschliche Gestalt angenommen hat. Das heißt, wenn Gott sagt, ich bin kein Mensch, dass ich lüge. Ja, er hat recht. In seiner Natur ist er kein Mensch, dass er lügt. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass er nicht in der Lage ist, ein Mensch zu werden. Deswegen, das ist ein Missverständnis, was du und alle anderen Muslime habt. Und ich hoffe, dass das klipp und klar war. Ich hoffe, dass du jetzt ausgelernt hast. Okay? Nächste Frage. Er hat sich Moses als Mensch gezeigt. Wo steht das? Das steht im gleichen Buch, was du zitiert hast, im 4. Mose, Kapitel 12. Und es steht auch im 1. Mose, Kapitel 18, dass sich Gott Abraham gezeigt hat, als Mensch. Dann, ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Kennst du das? Witziger an der ganzen Geschichte, das steht sogar im Koran. Der kennt nicht mal seinen eigenen Koran. Einfach weil dass sich Gott als Mensch Jesus, Moses gezeigt hat. Oh Mann. Das steht da nicht. Okay, ich hab grad, wir waren noch bei der Stelle, wo sich Gott angeblich als Mensch Moses zeigt. Genau, ich hab's erklärt. Ja, seid ihr vertraut mit dem Scharia-Prinzip? Erzähl mal.
Also das ist bei den Juden ein Prinzip. Wenn sich Gott jemanden offenbart, dann könnte er Engel schicken. Schickt er einen Menschen, dass der als Stellvertreter für Gott dann auftaucht. Das bedeutet nicht, dass Gott dann zu diesem Engel oder zu diesem Menschen geworden ist. Es gibt ja auch eine Stelle in der Bibel, wo wo Gott mit einem Menschen gerungen hat und dann verloren hat. Gott hat nicht wortwörtlich mit dem Menschen gerungen, sondern ein Engel kam als Gott Stellvertreter und hat mit dem Menschen gerungen und verloren. Und dasselbe wendet ihr doch wahrscheinlich auch hier an. Also erstens, das ist danke, dass du versucht hast, aber das war ein sehr schlechter Versuch. Ja, weil erstens im zweiten Modell bisschen, damit ihr auch was dazulernt, vielleicht auch wie die Soll ich antworten oder willst du einfach dazwischen reden? Willst du reden? Sag mir, wenn du fertig bist. Bist du fertig oder soll ich reden? Ja, kannst reden, aber okay, wenn dazwischen halt was Falsches kommt oder falsche Anschuldigungen, dann muss ich natürlich was dazu sagen. Nee, weil du hast auch so unfair, so unfair. Du hast viel Müll geredet und trotzdem habe ich zugehört. Und deswegen, wenn ich rede, lass dich einfach. Ja, dann bin ich gespannt, wie du den Müll widerlegen willst. Ja, das werde ich jetzt machen. Also im zweiten Mose Kapitel 3. Ja, mach los. Im zweiten Mose Kapitel 3 hat sich Gott als Engel gezeigt. Ja, und er hat klipp und klar zu Mose gesagt, komm nicht so nah, weil dieser Boden ist ein heiliger Boden. Und er hat klipp und klar gesagt, er ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Dein Punkt ist schon mal widerlegt. Das war Gott selber, der dort gesprochen hat. Das war nicht irgendein andere Person, sondern es war Gott selber. Ich habe Gott gesprochen, aber er hat ihn als Mensch gezeigt. Kann ich jetzt reden oder nicht? Wenn dazwischen was Falsches kommt, dann korrigiere ich dich. Nee. Für deine Zuschauer, kein Problem. Guck mal, wieso zitterst du sowieso? Wieso hast du so viel Angst? Wieso musst du immer dazwischen reden, mein Freund? Angst vor dir oder was? Dass du Müll redest. Ne? Und trotzdem lasse ich dich reden. Bro, du kannst nichts anderes als Leute beleidigen und sie dann rausschmeißen. Du bist so erbärmlich auf allen Ebenen. Nee, du merkst doch, guck mal, jedes Mal, wenn ich schaue schon wieder. Okay, sag doch mal einen vernünftigen Satz ohne Beleidigung. Ja, schau deine Zuschauer lachen auch schon. Hab ich gerade beleidigt? Okay. Ich mal mehr. Bruder, du hast gar nicht beleidigt. Du machst gerade einen richtig guten Kern. Richtig. Ja. Shalom. Grüß dich trotzdem. Shalom, Bruder. Shalom, Bruder. SOM, ich hätte da eine kleine Bitte an dich, ja, auf einer sehr, sehr respektvollen Ebene. Hm? Und zwar haben wir ein Jami'a Tirmidhi, ja, 11. Und zwar, Hafsa ist eines Tages mal ein Dach hochgeklettert, okay, und dann sah er den Propheten mit dem Rücken zur Kaaba und hat gekackt. Kannst du mir das erklären, warum? Willst du jetzt jeden Hadith durchgehen, oder was? Oder willst du als ich frag dich doch, warum, ja, Hafsa den Dach hochgeklettert hat, also in den Dach hochgeklettert ist, und warum er dann den Propheten sah mit dem Rücken umgedreht zur Kaaba und dann hat er gekackt. Warum? Bro, ich habe nicht die leiseste Ahnung, von welchem Hadith du redest. Ich habe es doch gerade eben gesagt, der ist sehr authentisch, das ist ein Sahih. Ja? Das ist von Ibn Umar und Jami al-Timidi. Das ist das Ding, wenn man eben mit dem Rücken zur Wand ist und merkt, oh scheiße, ich kann gar nicht verteidigen, dass Jesus Gott ist, dann fängt man an plötzlich über... Beantworte doch mal meine Frage, warum springst du denn von dieses Thema zu Jesus? Wow. Ich rede gerade von... über Jesus, das ist der Titel von eurem Stream, Jesus ist Gott. Wer springt hier? Ja, aber warte doch, beantworte doch mal meine Frage. Ich wollte zwei Probleme mit der Antwort von Mensa. Das war gesagt, dass Gott Mensa beantwortet, wieso hörst du ihn dann nicht? Richtig. Wenn du eine Antwort willst, dann hör doch zu. Okay, aber... Weil du unterbrichst und meinst, dass du in der Lage bist, zu korrigieren oder so weiter, dann brauchst du gar nicht fragen, wie du schon alles weißt. Willst du unterbrechen? Ich entschuldige mich. Okay, so, ich werde jetzt weitermachen, wo ich aufgehört habe. Ja, ich wollte dir aus dem Bücher Mose beweisen, dass Gott die menschliche Gestalt angenommen hat und dass es nichts mit Schadia-Prinzip zu tun hatte. Ja, wusstest du überhaupt was an diesem Prinzip? Kannst du bitte aufhören, mich... wusstest du nicht, ja, wer zittert jetzt? Ich möchte dir jetzt die Quelle geben. Soll ich machen oder soll ich nicht machen? Ich kann gerne die Quelle geben. Okay, so. 1. Mose Kapitel 18. Ich blende das jetzt ein, ja. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast, aber das würde mich nicht wundern, wenn das nicht der Fall ist. Und der Herr
erschien ihm bei dem Terebinden von Mamre, okay? Als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah und sieh, drei Männer, standen vor ihm. Du kannst gerne den ganzen Kontext, den ganzen Kapitel lesen, aber Fakt ist, Gott war einer dieser drei Männer. Ja? Das heißt, Gott, der Herr, hier Jahwe, hat sich in der Gestalt eines Menschen gezeigt. Nun, erklär mal. Ist es auch schon Jahwe-Prinzip oder? Ja, ist es auch. Aber dass du davon nichts wusstest, das überrascht mich ja auch noch nicht. Da solltest du dich vielleicht ein bisschen informieren über dein eigenes Buch. Bitte, geh auf meine Frage ein, bitte, dankeschön. Ich bin auch auf die Frage eingegangen. Du hast gefragt, ist das auch Scharia-Prinzip? Und ich sagte ja. Ich verstehe nicht, warum ihr mit Ja und Nein antworten nicht klarkommt. Okay, aber. Was ist da noch hinzuzufügen? Aber hier steht doch, dass der Herr selber erschienen ist, oder nicht? Ja. Und? Okay, und das lehnst du einfach ab. Das sehe ich nicht einfach ab. Ich habe dir das Prinzip dahinter erklärt. Und wenn der Herr. Woher hast du das Prinzip? Von den Juden. Welche Juden? Ich nehme einfach mal an, Juden wissen, ich kenne ihre eigene Schrift besser. Ach so, okay, und dann, wenn du das als Moslem sagst, warum gehst du denn da hin und nimmst irgendwelche Bücher aus dem Alten Testament und uns hier vor mit, wenn die Juden es doch eigentlich anders machen? Also, diesen Strohmann, der ist ein bisschen zu billig. Ich hab das nee, antworte. Machen vielleicht andere Muslime, aber das habe ich hier kein einziges Mal gemacht, oder? Nee, aber ich weiß, warum Muslime das machen. Weil der Islam, bzw. der Koran nimmt den Anspruch für sich, dass Mohammed prophezeit mit im Alten Testament und im Neuen Testament. Deswegen muss man verzweifelt nach irgendwelchen Stellen suchen, da Mohammed vorkommt. Dann muss man alles mit einfach dankbarerweise, verstehst du? Das stimmt nicht. Also, das ist interessant, weil, wenn wir als Christen sagen, dass der Herr Jesus Gott ist, und wie wir legen das mit dem Alten Testament, jetzt zum Beispiel die Stelle, die der Bruder gerade gebracht hat, oder es gibt auch Genesis 16, es gibt Richter 2, Richter 6, Richter 8, es sind viele Verse da, wo steht, dass Gott entweder als ein Mensch erschienen ist oder als ein Engel. Okay, also wir Christen deuten das so. Dann kommst du her und sagst, nee, geht nicht wegen diesem Prinzip, Scharia-Prinzip, und sagst, dass die Juden es ja so verstehen. Und dann denke ich mir, okay, wenn du da so konsequent bist, warum bist du denn nicht konsequent auch bei dem Islam? Wenn es um Mohammed geht, wenn es um deine Religion geht. Also ich habe nicht ein einziges Mal mit dem Alten Testament bewiesen wollen, dass Mohammed ein Prophet ist. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt darauf gekommen bist, um ehrlich zu sein. Aber deine Religion verlangt es von dir. In dem Koran steht, Mohammed steht im Alten und Neuen Testament drin. Klar, ja klar. Da steht Tora und Injil. Und wir glauben nicht, dass das Alte oder Neue Testament eins von diesen Büchern ist. Guck mal, schau mal, SOM, ich würde dir einfach empfehlen, mach deine Hausaufgaben. Weil, das, was ich gerade zu dir sage, du musst es jetzt nicht für wahre Münze nehmen, aber geh und prüf und guck, ob in deinem Koran, ich sag dir, es gibt hier viele Menschen hier in diesem Live, auch in anderen Lives, die würden dir die Stelle, die ich gerade nenne, die würden dir direkt raushauen. Ich hab die gerade nicht mehr im Kopf. Aber es gibt Leute, die würden sie direkt raushauen. Aber du kannst doch suchen. Guck, ob das verlangt wird von euch Muslimen. Eine Stelle, wo Mohammed prophezeit wird in der Bibel. Redest du jetzt davon? Also, der Koran sagt, dass Mohammed in der Bibel vorkommt, dass er prophezeit wurde. Was glaubst du, warum Muslime sagen dann, laut Johannes 16, da wo der Herr Jesus über den Heiligen Geist spricht und ihn verheißt, also von ihm spricht als Prophezeiung, warum gehen Muslime und sagen, dass damit Mohammed gemeint ist? Oder zum Beispiel, es gibt eine Stelle bei Hohelied, da steht im Hebräischen Ahmadin, also so heißt es zumindest Ahmadin, da sagt man, das ist eine Prophezeiung auf Mohammed. Obwohl da die Frau von Salomo mit Salomo redet, über Salomo. Bruder, ich habe übrigens die Stelle gefunden, die besagt, dass Mohammed in der Bibel ist. Achso, ja, gerne, hau raus. Das ist Sura 7, Ayat 157. Und genau, wenn wir schon dabei sind, vielleicht kann er ja auch antworten. Er sagt, damit ist nicht die heutige Bibel gemeint. Dann soll er uns erklären, was Allah damit gemeint hat. Und zwar hier steht Sura 7, ja, hier steht es, Sura 7, 157, okay. Dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich, sie finden ihn bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben.
Okay. Nun, beweis mir, dass zu der damaligen Zeit von Mohammed, dass ein anderes Evangelium und ein anderes Torah vorhanden war. Ja, alle Manuskripte, die wir heute haben, sind die gleichen, die wir heute in der Bibel zu finden haben. Also die Bibel, die wir heute haben, sagt genau das Gleiche, was die damaligen Christen und Juden hatten. Deswegen haben sie ja genau das Gleiche geglaubt wie wir. Und nun, wenn du sagst, das ist eine andere Schrift, dann beweis uns das. Wo sind diese beiden Schriften? Und warum hat Allah gesagt, dass sie ihn finden in diesen Schriften? Dankeschön. Weißt du denn, wie Tora und Evangelium im Koran definiert werden? What? Bitte geh auf unser Partner. Wie werden Tora und Evangelium im Koran beschrieben, definiert? Geh bitte auf meine Frage. Ich gehe gerade auf deine Frage ein, aber dafür muss ich ja wissen, ob du überhaupt ein bisschen Ahnung von hast. Nee, ich stehe jetzt dagegen. Das hast du offensichtlich nicht. Und ihr ballert mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Scheinargumenten zu, mit ja, Muslime sagen dies und das und wendet dann das auf mich an, ob ich sagen kann. Danke, dass du mich verabschiedet. Ich habe ihn verabschiedet. Das ist Zeitverschwendung. Okay, Bruder, wenn ich darf, würde ich gerne auf seine Frage antworten. Mach das, Bruder, mach das. Für den Rest. Weil er sagt, was ist jetzt Bibel und also Torah, Bibel laut Koran. Das, hier fängt eigentlich der Salat an. Genau da fängt's an. Es wird jetzt alles unklar. Weil Muslime glauben, dass Injil heißt auf Arabisch Evangelium. Okay, die sagen Injil. Für Christen ist das Evangelium die frohe Botschaft. Okay, und wir finden das im Neuen Testament. Das ist eine Sammlung an Büchern. Da haben wir die vier Evangelien, die Briefe, die Apostelgeschichte und die Offenbarung. Das haben die Christen schon immer geglaubt. Die hatten als Konsens diesen Kanon gehabt. Und das Alte Testament besteht aus der Tora, Schriften und Propheten, also Psalmen und Propheten. Das haben die Juden geglaubt und das glauben Christen auch. Da kommt immer mal der Islam, der Koran, Mohammed, wer auch immer da war, hat gesagt, nein, so ist es nicht, sondern die Schriften sind verfälscht worden. Beziehungsweise, sie wurden umgeändert. Also jetzt Muslime, jetzt stehen Muslime da und sagen, das, was ihr habt, ist falsch. Wenn man dann fragt, okay, wo ist dann das Ursprüngliche? Wo ist es denn? Damit wir damit arbeiten können. Dann werden die sagen, gibt's nicht mehr. Wo ist es verschwunden? Keine Ahnung, keiner kann es sagen. Wenn du jetzt weggehst vom Islam, einfach rein historisch schaust, wie die Bibel verbreitet wurde, dann wirst du Manuskripte sehen, Abschriften, seit dem ersten Jahrhundert bis zur Zeit Mohammeds und dann sogar bis zur Zeit Luthers, bis zur Buchdruckmaschine. Bis dahin gab es um die 5700 Abschriften. Also rein historisch gesehen erlaubt sie überhaupt gar nicht, diese These aufzustellen, dass die Bibel, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, einfach so verfälscht wurde. Gibt's gar nicht, das ist alles nur eine Illusion. Erst wenn es Beweise gibt, wenn es Belege gibt, dann fängt es an, Realität zu sein. Und jetzt kommt der Muslim oder Muslime und sie suchen Mohammed in unserer Bibel. Die sind gezwungen, weil es gibt ja nichts anderes. Sie müssen ja damit arbeiten. Und das meine ich mit Salat, das ist viel zu viel, viel durcheinander. Und dann geht man auf Johannes 16 und weißt du, es ist eigentlich sowas von klar, wenn du rein biblisch bleibst und auch im Kontext der Bibel bleibst, dann wirst du verstehen oder werden wir verstehen, dass Gott einen Geist hat. Seit 1. Mose Kapitel 1, Vers 1, Vers 2, glaube ich, oder 3. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dieser Geist Gottes, er kam immer auf die Propheten, die Menschen, die Gott im Alten Testament benutzt hat. Und es wurde prophezeit in Joel 3 zum Beispiel, dass der Geist Gottes ausgegossen wird auf alles Fleisch. Wann hat sich das erfüllt? Es hat sich erfüllt, als der Herr Jesus kam und als er sein Leben belastet und auferstanden ist. Warum? Weil der Geist Christi ist jetzt bei uns, weil wir in Christus sind. Dazu musste der Herr sein Leben geben. Und das hat der Herr gesagt, Johannes 14, Johannes 15 und Johannes 16. Dass der Geist Gottes kommen wird. Das ist jetzt erstmal die biblische Perspektive. Gibt alles Sinn, ein roter Faden. Wenn aber jetzt der Muslim kommt und sich gezwungen sieht, irgendwo Mohammed zu sehen, dann nimmt er das raus, diese Stelle, aus dem biblischen Zusammenhang und sieht irgendwo Mohammed darin. Und dann sucht man verzweifelt, das meine ich.
Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Das meine ich doch nicht mal schlimm oder böse an Muslime, sondern das ist das, was ich da sehe. Das ist ein Armutszeugnis, wie du irgendwie Mohammed reinpressen musst. Richtig, und dieser Typ, ne, der war ja schon mal hier drinne und es ist immer, ihr habt ja seine Art gemerkt. Ich glaube sogar persönlich, das ist dieser Witzfigur, der sich Denk nach nennt. Ich glaube, das war er, der ein Fake-Profil hat, um irgendwie Leute zu verarschen. Ne? Man hat ja an seiner Stimme gemerkt, dass er versucht hat, seine Stimme zu verstellen, aber ich glaube, dass er das war. Fakt ist, er war schon mal hier drinne letzte Woche oder so und hat wie genauso rumgetanzt. Ne? Du stellst ihm eine Frage und er versucht so hin und her zu schweben mäßig, weißt du, genauso wie er das gerade gemacht hat. Wir haben ihm eine klipp und klare Antwort gegeben, wir haben ihm eine Frage gestellt und er hat wieder versucht, das zu umgehen, indem er rumphilosophiert und uns die ganze dazwischen redet und uns irgendwelche Sachen vorwirft und weißt du, das war komplette Zeitverschwendung und wie du das gerade erklärt hast, Bruder, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Es ist Fakt, dass es im Koran klipp und klar steht, dass Mohammed angeblich in der heutigen Bibel zu finden ist, ja, weil das ist die einzige Bibel, die es schon immer gegeben hat. Und Muslime sind verzweifelt, weil sie müssen Mohammed finden, weil wenn sie ihn nicht finden, dann würde das bedeuten, dass Allah gelogen hat, was der ja eigentlich die ganze Zeit tut. Und jetzt wollen sie ja nicht zugeben, dass Allah lügt, also versuchen sie mit aller Macht in Verzweiflung Mohammed in Johannes 16 zu quetschen, in Hohes Lied Kapitel 5 zu quetschen, in 5. Mose Kapitel 18 rein zu quetschen, in Jesaja Kapitel 42 rein zu quetschen. Einfach überall wollen sie Mohammed reinquetschen. Und wie der Bruder gesagt hat, es ist ein Armutszeugnis. Weil wenn du diese Stellen liest im Kontext, kommst du nie im Leben auf die Idee, dass damit überhaupt irgendein Mohammed gemeint ist. Aber aus irgendeinem Grund denken Muslime, dass es Mohammed ist. Ich würde aber auch noch hinzufügen, wenn man ja als, ich sag mal, Muslime sowieso sagt, dass das alles verfälscht worden ist und man nicht daran glauben kann, warum stützt man dann die Präsenz des ganzen Propheten darauf, dass er erwähnt wird dort? Richtig. Das ist das Problem. Also ich sag's mal wieder, ich bin so froh, dass ich kein Muslim bin, weil man müsste wirklich so viel lügen und sich selber so sehr täuschen, um einfach an den Islam festzukleben. Weißt du? Und diese Kraft und diese Energie habe ich ganz ehrlich nicht. Also die Muslime tun mir wirklich leid, die wirklich mit aller Macht sich selber täuschen, sich selber verwirren und sich selber anlügen und wirklich glauben, dass Mohammed irgendwie in der Bibel steht. Obwohl sie sogar behaupten, dass die Bibel verfälscht ist, ne? So. Und das ist auf jeden Fall eine Sache. Was geht mit euch, ihr Lieben? Alles gut? Ja, mein Besser. Und hier, bei dir? Ja, ganz okay, Bruder. Ich habe die ganze Zeit zugehört. Schade, dass ich nicht hoch die Zeit hatte. Dieser S-O-M, der vorhin hoch war, der meinte irgendwas mit Jüdisch und so weiter. Das hatte ich. Ich hatte damals mit so einer orthodoxen Jugend eine Debatte gehabt. Er hat das auch erwähnt, dann habe ich ihm zwei Wörter gesagt, wo er dann selber zugegeben hat, dass er darauf gar keine Antwort hat, wer der Engel des Herrn ist. Weil Malachi Jehova, so wurde er genannt, als der Engel des Herrn bei Abraham war. Mhm. Und da rief ihn, weil er hatte quasi behauptet, dass der Messias, also dass Gott nicht Fleisch werden kann, so quasi, ja. Mhm. Und in dieser Debatte war dieser Igor, der hat damals mit Rabbi jetzt auch, mit Roger Liebe auch eine Debatte geführt, vor kurzem, und ich hatte mit denen eine Debatte circa vor 5 Jahren gehabt. Mhm. Und sehr interessant ist, dass dieser Rabbi auf meine Frage gar keine Antwort hatte. Weil wie kann das sein, dass Gott Fleisch werden kann, was normalerweise die Juden ja auch ablehnen? Weil das Wort auf Hebräisch Malachi, Jehova, so wurde der Engel des Herrn genannt. Ja? Und da heißt es ja, dass er den Namen hat, Elohim, ja, oder Jehova. So wurde er genannt in dem Urtext. Du hast vollkommen recht, Mensa. Ich möchte nicht mehr da so zu sehr da ausführlich darauf eingehen, sondern mir geht es darum, was du gerade aufgeschlagen hast, in Sura 7, Vers 157. Mhm. Guck mal, wenn du mal die ganzen Tafsire, also ich habe mich mit dieser Thematik vor Jahren sehr intensiv damit beschäftigt, ob Mohammed in der Bibel vorkommt. Als ich damals zum Glauben gekommen bin, war das Erste, was ich nachgeforscht habe, leider noch als Muslim, habe ich nachgeforscht, ob wirklich Mohammed in der Bibel vorkommt. Das Problem ist, bei den Muslimen ist es leider so, das kenne ich damals von mir auch, dass immer wieder gewisse Imame sagen, Mohammed kommt in der Bibel, ja, nicht alles ist verfälscht, wenn zum Beispiel ein Vers oder ein Kapitel den Islam bestätigen, dann ist das echt. So. Das Problem ist, die forschen nicht selber nach.
Ja? Beispielsweise in Sura 7, Vers 157 hast du aufgeschlagen und das ist historisch auch ein Riesenfehler. Ein ganz großer Fehler. Weil Musa sprach ja zu seinem Volk in dieser Zeit. Er sagt, ihr werdet den Gesandten im Evangelium finden. Also morgen. Das Problem ist, in dieser Zeit gab es doch gar kein Evangelium. Was sollten sie da lesen? Und das Evangelium entstand, also Isa, ja. Isa kam 1000 Jahre später. Laut Islam kam er mit dem Injil, ja, herab. Quasi, aber wie sollten die das lesen, wenn das Injil 1000 Jahre später gekommen ist? Das passt nicht historisch nicht, es passt einfach nicht. Und jeder Muslim soll sich jetzt bitte die Tafsir anschauen und du wirst sehen, die werden darauf keine Antwort haben. Weil zu Rasim geht es nur um das Volk Israel. Und damals hatten sie keine Regierung gehabt. Also das ist erstmal widersprüchlich. Und das Krasse ist sogar, also da steht ja klipp und klar, sie finden ihn in ihren Schriften. Ne? Also das bedeutet, wenn mir jemand sagt, ich finde dich zum Beispiel Elia in meinen Schriften, da muss ich ja gar nicht philosophieren, um dich zu finden, sondern ich finde dich, indem ich einfach die Schrift aufmache. Und weißt, so wie wenn du jetzt die Bibel aufmachst, du findest schnell Jesus in der Bibel. Ne? Du musst nicht irgendwelche Versen umdrehen und zerquetschen und sagen, nee, weißt du was, da war eigentlich was anderes und damit ist das gemeint und auch auf Hebräisch ist es das und so wie die Muslime, diese ganze Gymnastik, was sie mit der Bibel machen, ne, dass sie den Heiligen Geist irgendwie rausnehmen und sagen, nee, damit ist eigentlich Mohammed gemeint. Ne? Also diese ganze Gymnastik, wenn man diesen Sure 7, 157 liest, dann kommt man niemals auf die Idee, dass man irgendeine Gymnastik machen muss, um Mohammed darin zu finden, abgesehen davon, dass es ein historischer Fehler ist. Ne? Also diese Sure sagt klipp und klar, sie finden ihn in ihren Schriften. Aber wenn du die Bibel auf die natürliche Art und Weise liest, ne, auf die menschliche Art und Weise, auf die normale Art und Weise kommst du nie im Leben auf die Idee, dass Mohammed nur ansatzweise in der Bibel vorkommt. Und das ist das Problem. Schon alleine die Shahada, wenn die Shahada in deren Ohren geflüstert wird, da merkst du schon, dass die total verhext sind. In meinen Augen sind die verhext, bin ich ganz ehrlich. Und ich kann nur eins sagen, Jesus Christus ist das Licht und die Wahrheit und das sollten sie lieber erkennen. Na, in deren Schriften kann man die Lüge aufdecken und das sieht man auch ganz klar. Schönen guten Abend in die Runde. Hier kommt ein Brasilianer und katholisch. Wir sind das größte christliche Land auf diesem Planeten. Und ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Jesus ist nicht Gott, weil Jesus ist der Weg zu Gott. Das wird auch so in der Bibel erklärt. Danke, dass du da warst. Der nächste. Weg ist der. Warte mal, die andere Person ist jetzt hier, warte. Lululami, hörst du mich? Okay, sie ist auch weg. Die nächste Frage, die ich an alle Muslime stelle, oder Junior, du kannst besprechen. Ja, wie geht's? Dankeschön. Okay, Dankeschön guck mal. Dankeschön. Der gerade drin war, dieser Mensa, dieser Brasilianer, ganz Brasilien weiß, dass Jesus Gott ist. Also, ja. Gebetelehrer gerade eben, aber ja, also ich gebe mir Wort an Elia, ich hoffe, ja, ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Ja, Mann. Das Ding ist, Bruder, man darf nicht jedem Aufmerksamkeit schenken. Der sagt, er ist Katholik, aber jeder Katholik glaubt, dass Jesus Gott ist. Also von daher. Amen, Bruder. Guck mal, das Ding ist, Bruder, was ich sagen wollte, wenn du mal den islamischen Konzept anschaust, wann wurde Mohammed zum Propheten ernannt? So, man weiß es, in 40 Jahren, innerhalb von 23 Jahren hat er die Offenbarung bekommen. Als er auf dem Berg Hira war, er wusste noch nicht mal, dass er ein Prophet ist. Erstmal das. Zweitens, wann wurde Musa auserwählt? In erwachsenem Alter. Wann wurde David als Prophet erwählt? Laut Islam, in erwachsenem Alter. Salomo und so weiter. Aber wie passt das dann zu Isa, dass er schon als Kind wusste, Allah sagt, wir schenken euch einen reinen Sohn. Wir schenken euch einen reinen Sohn. Also wem schenkt er das? Das ist erstmal die Frage. Zweitens, wie kann das sein, dass er schon in Wiege gesprochen hat, dass er Allwissenheit hat, wofür er in der Welt gekommen ist und dass er geboren wurde ist, für was? So, das heißt, dieser Isa muss ja ein Konzept haben in ihm, dass er von allen anderen Propheten unterscheidet. Weil er schon als Kindesalter an, als Baby, hat er schon in der Wiege gesprochen, zu seinem Volk. Ja?
Und das Dritte ist ja, was die Gelehrten auch sagen, was leider nicht viele wissen. Es gibt haufenweise Gelehrten, die betonen das. Die betonen, ich weiß, dass es Fake Jesus ist, ja, also keine Frage. Aber im Koran sehen wir, es gibt gewisse Tafsire. Von Ubay Kaab sagt es zum Beispiel, dass dieser Geist Isa kam in Maria und nahm menschliche Gestalt an. Also er selber hat sie selber erschaffen. Erstmal das. Da sagt Ubay Kaab in seinem Tafsir zur Surah 19, Vers 17. Dann haben wir andere Gelehrten, die sagen, Isa war schon vor Adam da als Geistwesen. So, und deswegen haben die Jünger von Isa ihn als was betitelt? Geist Allahs. Und das entspricht auch in Surah 4, Vers 171, dass Allah sagt, er ist ein Geist von mir. Die Jünger haben ihn so betitelt. Und jetzt kommt das. Surah 36, Vers 14. Jetzt überleg dir das mal. In den Tafsir steht, dass Isa seine Jünger gesandt hat nach Antiochien, um das Evangelium zu predigen. Das steht in den Tafsir so da drin. Im Islam. Isa hat sie gesandt. Nun stellt sich die Frage, wer sendet denn die Gesandten? Allah sagt, okay, aber wie kann das sein, dass Isa im Himmel ist und seine Gesandte losgeschickt hat, um über ihn zu predigen? Surah 36, Vers 14 von Ibn Kathir. Ibn Kathir sagt das. Isa hat sie gesandt nach Antiochien. Ja. Und das ist natürlich erstmal eine Frage, die ein Muslim sich stellen muss. Und daran merkt man, dass sie ihre eigenen Schriften nicht kennen. Das ist schon mal Fakt. Warte mal, ich habe einen Gast, vielleicht ist es ein Muslim, hoffentlich. Okay, das lädt viel zu lange, ja. So, Buran, ich wollte dich jetzt annehmen, aber irgendwie lädt das die ganze Zeit. Vielleicht kannst du noch mal eine Anfrage schicken, ich weiß nicht. Das ist bestimmt so lange jemand anderer. Hallo? Oh, Mann, Alter. Okay. Ja, also das war wohl nix. Also wenn wir hier Muslime haben, die gerne mit uns einen Austausch haben wollen, könnt ihr gerne Anfrage schicken, hochkommen. Wir können gerne über Islam reden, wir können gerne über Christentum reden. Warte mal, ich gebe dir jetzt eine letzte Chance. Sehr gerne, sogar diesbezüglich hätte ich sogar eine sehr, 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 sehr große Frage. Hallo, 01235. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Also ich bin Christ, ich habe nur eine Frage zum Christen, und nicht zum Islam. Ah, okay, easy. Ich will eine die Bibel lesen, aber es gibt ja mehrere. Was ist eurer Meinung nach die beste, also am Wort getroffen? Für mich persönlich Schlag das 2000 und Elberfelder. Was hältst du dir von der Einheitsübersetzung? Ja, kann man machen. Aber nicht so die beste? Nee. Warum nicht? Weil Schlachter 2000 ist meines Erachtens nach am nächsten zum Urtext. Okay. Und eine Frage, ah stimmt, genau, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, die vier Apostel wurden ja in die Bibel aufgenommen, aber gibt es noch deren Originaltext oder gibt es die nicht mehr? Die vier Aposteln? Was meinst du mit vier Aposteln? Also, ich verwende Evangelien sowieso. Also, die vier Evangelien, ja. Deren Originaltexte, gibt es die eigentlich noch oder gibt es die nicht mehr? Gibt es nicht mehr, weil das wurde auf Papyri geschrieben, also das Schreibmaterial, was sie benutzt haben, das war Bema, Mensa, Oye, Krimoni, Odin, Oye, Krimoni. Auf jeden Fall, das wurde damals auf Papyri geschrieben. Papyri ist ein Blattform oder ein Papier. Ah, warte, einen Moment. Ich hatte dieses Problem schon mal. Die Leute denken wieder, ich bin ein Moslem. Ja. Ich war bei Flexi schon mal drin und er hat schon wieder gedacht, dass ich kein Christ bin. Kann ich kurz die Kamera machen? Wie geht das? Die Kamera machen? Ich war bei Flexi und das gleiche Problem hatte ich. Oh. Nee, alles gut. Wir brauchen nicht deine Kamera nicht. Ein Moment. Sieht man das? Ja, man sieht, ja. Stimmt. Okay, sorry, tut mir leid. Ja. Ah, genau, also Fakt ist, um nochmal auf die eine Frage zu kommen, also das Schreibmaterial, was die Lukas und sowas benutzt haben, ne, war Papyri und die halten nicht so lange in der Umgebung.
Okay, allein PL52 ist ja die älteste Manuskript, die wir heute noch haben. Und selbst das ist ja komplett demoliert. Und das wurde in ein Ort, in ein Gebiet gefunden, die ein bisschen freundlicher ist, dieses Material gegenüber. Aber generell halten sie einfach nicht so lange. Das ist nicht wie Pergament. Also Pergament ist das Schreibmaterial, was zum Beispiel Koran benutzt hat. Und die halten etwas länger. Und somit ist es klar und selbstverständlich, dass wir nicht die ältesten oder beziehungsweise die Originalschriften haben. Von ja, der Grund, warum ich solche Fragen stelle, ist, wenn ich zum Beispiel mit jemand anderem, einem Muslim, zu sagen, Debatte habe, wenn er mir diese Frage stellt, dann frage ich euch, weil ihr könnt mich schon beantworten, nicht ich, deswegen. Ja, ist korrekt. Also wie ich bin selber davon ausgegangen, dass du vielleicht ein Muslim bist, weil die immer diese Frage stellen, aber okay, wenn du sagst, du bist Christ, dann glaube ich dir. Also das heißt dann ist, die Schriften wurden dann abgeschrieben, oder wie? Genau, also die wurden abgeschrieben. Also wir haben Kopien, ja, aber wir können sicher sein, dass es auch dass die Kopien die originale Botschaft beinhalten, weil wir ja mehrere Kopien haben, die alle genau das gleiche erzählen, weißt du? Also verschiedene Kopien, die unabhängig voneinander sind. Richtig, also wir haben verschiedene Textfamilien. Also wir haben ja zum Beispiel dieses, man nennt sie byzantinische Manuskripte, dann haben wir nochmal diese alexandrinische, also Textus Receptus, vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und die sind komplett unabhängig voneinander und haben erzählen trotzdem beide genau die gleiche Geschichte. Perfekt, okay, das wollte ich wissen. Dankeschön. Genau. Und da hat doch jemand Dings geschrieben, gerade bei Stallone. Der schreibt, wir haben Zitate von den frühen Kirchenvätern. Das ist auch ein gutes Argument. Also wenn du die Kirchenväter liest, deren Schriften, da kannst du sehr, sehr viele Bibelverse da finden, die von dir zitiert wurden. Die auch, die wir gleichen die Texte oder was du gerade gesagt hast? Die Kirchenväter. Okay. Also so nennt man sie, aber das sind so die ersten Christen, sagen wir mal so, die ersten Christen der 200-300 Jahre. Ah, ja, daran kann ich vielleicht auch, genau, ja, okay. Mhm. Genau, wenn du die liest, dann kannst du, es gibt so eine Tabelle, die habe ich mal gehabt, da habe ich jetzt die Zahlen nicht mehr 100% im Kopf, aber es ging da auf jeden Fall in Richtung 14.000 Verse, die man da entnehmen kann, aus den Schriften. Verstehst du, was ich meine? Ja, danke, aber ich habe keine Frage an Flexer. Warum liegt immer Flexer, dass ich kein Christ bin? Flexer. Bro, weil die Frage, die du stellst, die ist sehr kritisch. Aber ich finde es sogar sehr gut, dass du die Frage stellst. Weil aber die normalen Fragen, die im Internet gibt man sie halt eher von Muslimen, weißt du? Was hast du gesagt? 01 wollte was sagen. Ich bin jetzt da. Aber ich habe nur gefragt, warum du immer denkst, also, das hätte ein zweites Mal schon passiert. Dass du denkst, ich hab dich verwechselt. Okay, ich danke euch, mach weiter damit, ich sehr viel Spaß. Natürlich, ja. Flex, ich stumm dich nur kurz, ja, weil bei dir ist so ein Hintergrundgeräusch. So, ja. Das sind meine Kopfhörer, die sind zu extrem, deswegen. Oder stellen die Muslime einfach diese Frage, warum Isa, der Gesandte vom Himmel herab, seine Jünger losgeschickt hat. Um zu predigen. Und dass sie in seinen Namen geheilt haben. Das ist ein Hadith. Gute Frage. Also wenn wir hier Muslime haben, die in der Lage sind, diese Frage zu beantworten, ja, die ein bisschen mehr Wissen haben, die können gerne hochkommen. An alle Muslime hier drinnen, ja, wir haben jetzt fast 300 Leute. Also hier, ich bin mir sicher, hier sind Muslime. Ja. Wenn du denn gerne mit uns reden möchtest, wenn du willst, kannst du nur mit Elia sogar reden. Wir werden uns alle zurückhalten. Es wäre sehr, sehr schön, wenn es so einen Austausch geben würde. Ja. Aber wir haben einen Gast. Wenn möglich, ihr könnt euch auch gerne mit mir oder mit Felix unterhalten für euch. Nochmal was? Nee, ich meinte, du freust dich heute auf sie. Deswegen, also muss. Oh ja, na klar. Ich habe ein paar Hadithe, die sehr, sehr fragwürdig sind. Und ich würde euch Muslime bitten, ne, wer hochkommen möchte, sehr, sehr gerne. Mit sehr viel Liebe. Ja, Leute, ihr habt gehört. Und solange wir warten, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um das Evangelium zu proklamieren, wenn wir schon 300 Leute hier haben. Also, falls du hier bist und du kennst Jesus nicht, ne, dann bist du leider nicht auf dem richtigen Weg. Also wenn es dir wichtig ist, wo du später landest, wenn du stirbst, ja, dann solltest du mir jetzt zuhören und auch meine Worte gehorchen. Was heißt gehorchen? Aber meine Worte glauben. Weil wenn du mir glaubst, dann glaubst du nicht mir, sondern du glaubst. Der,
diese Worte gesprochen hat, okay? Und das ist Jesus Christus. Und er sagte, dass er der Sohn Gottes ist und dass er in der Lage ist, ewiges Leben zu geben. Im Johannes Kapitel 10 sagt er zum Beispiel, er hat Schafe und seine Schafe hören seine Stimme und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Das bedeutet, wenn du hörst, dass Jesus dein Erlöser ist, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass du ein Sünder bist und dass wenn du umkehrst, ja, dass wenn du umkehrst zu ihm, dass er dich aufnehmen wird und dich nicht abstoßen wird und du ein Kind Gottes wirst, wenn du diese Botschaft hörst und daran glaubst, dann bist du auf dem richtigen Weg, weil ohne Jesus, ja, wenn du ein Muslim bist, dann hast du Jesus nicht. Ich weiß, du denkst, du hast Jesus, du denkst, du liebst Jesus, weil er ja angeblich dein Prophet ist, aber Isa ist nicht Jesus. Isa ist eine Erfindung von Mohammed. Okay? Und wenn du ein Jude bist und du hast Jesus abgelehnt, dann bist du auch auf dem falschen Weg. Wenn du ein Atheist bist, der Jesus nicht mal ernst nimmst, dann bist du auch auf einem falschen Weg. Ja, kehrt alle um zu Jesus Christus. Er ist der lebendige Sohn Gottes. Ihr seht, hier steht geschrieben, Jesus ist Gott. Ja, damit meine ich nicht, dass er der Vater ist. Wir glauben an einen Gott, der dreieinig ist, Vater, Sohn und Geist. Ja, und der Sohn ist Jesus Christus, der Mensch wurde. Warum ist er Mensch geworden? Damit er für dich und für mich sterben kann. Weil als Gott kann er ja nicht sterben. Deswegen muss er eine menschliche Gestalt annehmen. Ja, damit er sterben kann. Aber nicht nur das, sondern damit er zu uns sprechen kann. Damit die Bibel sagt, er ist das Wort Gottes. Okay? Durch ihn haben wir Gottes Gnade erfahren. Durch ihn haben wir Gottes Liebe erfahren. Wenn du ihn gesehen hast, hast du Gott gesehen. Ja? Warum? Weil er Gott 1:1 repräsentieren kann. Er kennt Gott und er weiß, wie Gott ist. Warum? Weil er schon seit der Ewigkeit gemeinsam mit Gott, dem Vater, existiert. Und dieser Jesus, der hat dir eine Tür geöffnet, wodurch du gerettet werden kannst, wodurch du ins Paradies, im echten Paradies, also nicht diese Paradies mit 70 Jungfrauen, ja, wo irgendwelche Huris auf dich warten mit schwellenden Brüsten, nee, das ist eine Illusion, das ist eine Lüge vom Satan, sondern wenn Jesus vom Paradies oder wenn Jesus vom Himmel spricht, dann spricht er von dem Ort, wo die Präsenz Gottes ist, wo die Liebe Gottes ist. Ja, das ist Paradies. Ja, und wenn du dahin kommen möchtest, wenn du gerettet werden willst, wenn du für immer und ewig Frieden haben möchtest, dann solltest du daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dann wird da wieder auferstanden ist. Ja, durch dein Glaube bist du mit ihm vereint in seinen Tod und in seine Auferstehung, sagt die Bibel. Aber wenn du das ablehnst, ja, dann bist du selber für deine Sünden verantwortlich. Und glaube mir, dieser Jesus, von dem ich gerade gesprochen habe, er wird dein Richter sein. Ja, sagt die Bibel im Johannes Kapitel 5. Er ist der Richter der gesamten Welt und er wird dich eiskalt richten und dich fragen, warum du nicht dran geglaubt hast, als du diese Botschaft von uns gehört hast. Okay, deswegen, wenn du deine Seele liebst, wenn es dir wichtig ist, wo du später hinkommst, dann hoffe ich und bete ich, dass du umkehrst und dass du Jesus annimmst. Aber wenn nicht, jo, keiner zwingt dich, okay? Keiner zwingt dich. Kannst du glauben, was du willst. So, das mal dazu. Das mal dazu. So, haben wir immer noch keinen Muslim, der hochkommen möchte, um mit uns zu reden? Warte mal, wir haben eine Anfrage wieder. Hallo? Hallo? Oh, du bist jung, ja. Hallo? Ja, wie alt bist du? 12. Okay, was ist deine Frage? Dann kannst du runtergehen. Ja, ich wollte fragen, also wenn ich bete, ne? Mhm. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Okay, gute Frage. Ich nehme dich jetzt runter, dann werden wir antworten, okay? Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie ich drauf antworte. Weißt du, ich habe keine Antwort. Hat jemand von euch eine Antwort? Wie kann man Gottes Stimme hören? Also, ich versuche mal zu antworten, okay? Aber ist ohne Garantie. Also ich sag mal so, du kannst nicht aktivieren, es gibt keine Formel, wodurch du Gottes Stimme hören kannst. Sondern du kannst Gottes Stimme hören, wenn er spricht. Wenn er will, dass du seine Stimme hörst, dann wirst du seine Stimme hören. Aber das, was die Bibel sagt, ist, dass wenn wir beten, wir sollen im Geist beten. Denn der Heilige Geist weiß, was wir brauchen und er weiß auch, was in Gott ist. Und wenn du durch den Geist geleitet wirst zu beten, dann betest du genau die richtigen Worte. Und der Vater, der sowieso weiß, was in dir ist, bevor du betest, er wird dein Gebet erhören. Sei es durch Menschen oder durch irgendwelche anderen Signale oder durch sein Werk, also durch sein Wirken. Aber dass du seine Stimme so akustisch hörst, das ist nicht normal. Also das kann passieren, wenn er will, klar. Aber das ist nicht die Regel. Das ist meine Antwort darauf.
Ich weiß nicht, ob die anderen Geschwister noch was ergänzen möchten, keine Ahnung, aber das ist einfach. Oder ist halt nicht so einfach, ne? Richtig, das aber ist, ja. Ich bin dort auf jeden Fall, wie gesagt, Alibaba 12 einfach. Ja, du kannst auf jeden Fall, Alibaba, du kannst auch zu Gott vom ganzen Herzen beten, sehr ehrlich. Du kannst zu ihm so sprechen, wie du bist. Und du kannst ihn auch bitten, vom Herzen, wenn er will, dass er zu dir spricht. Und er wird auf jeden Fall zu dir so sprechen, dass du das verstehen musst. Wie er das macht, das ist seine Entscheidung, er macht es nach seiner Weisheit, so wie er es will. Aber er wird auf jeden Fall, er kennt dich und er weiß, wer du bist und er weiß auch, wie er zu dir redet, dass du auch ganz genau weißt, dass er das war. Weil er dich kennt und liebt. Richtig, richtig. Richtig. Ey Bruder, ich würde ein, zwei Sätze loswerden. Die gerne, mach das. Okay, und zwar, Bruder, haben wir vorhin gesprochen gehabt über Mohammed in der Bibel und so weiter. Da ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, wo der Herr Jesus, steht in Johannes 5, da sagt der Jesus zu den Pharisäern, ihr erforscht in den Schriften, um in ihnen das ewige Leben zu haben, und gerade sie zeugen von mir. Also die Schriften zeugen von mir, sagt der Herr, aber ihr kommt nicht zu mir, um das Leben zu haben. Und ich finde es eine sehr, sehr interessante Aussage. Also es sind große Worte, die der Herr sagt. Weil welcher Mensch kann sowas von sich sagen? Und wenn wir jetzt mal vergleichen zwischen Mohammed und dem Herrn Jesus, von Mohammed wird gesagt, dass man ihn finden kann in der Bibel. Und der Herr Jesus sagt von sich selber, dass man ihn finden kann. Und das kann man prüfen. Man kann es prüfen, indem man liest. Indem man einfach offen für die Wahrheit liest und schaut, inwiefern steht von Jesus Christus im Alten Testament. Und dann wird man herausfinden, dass jedes Buch im Alten Testament von dem Herrn Jesus redet. Jedes Buch. Es fängt schon an im Genesis. Alles, was erschaffen wurde, wurde durch das Wort erschaffen. Und der ist das Wort. Dann sehen wir auch bei den Begegnungen mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Mose und all diese Männer Gottes im Alten Testament, da kam immer der Engel Jahwes. Der Engel Jahwes, das ist der Maliach Jahwes, das ist eine bestimmte Person, das ist nicht irgendein Engel, sondern er hieß immer der Engel. Und immer wenn er kam, hat er sich ausgegeben als Jahwe selbst. Und er wurde auch erkannt als Jahwes und wurde auch angesprochen mit Jahwe. Und er hat auch dementsprechend die Ehre bekommen von den Menschen. Das könnt ihr alles prüfen im Alten Testament. Und dass Jesus Christus ist, das sehen wir in Malachi 3. Könnt ihr prüfen, dass der Engel Jesus Christus selber ist. Dann sehen wir auch den Herrn als König Israels. David wurde vom Herrn selber erwählt, ein Mann nach meinem Herzen, sagt Gott, dass er ihm die Königsherrschaft geben will. Und er sagt zu ihm, dass aus seinem Samen wird der Spross Davids kommen. Salomo, David sind Vorbilder auf Jesus Christus. Und dass er die Königsherrschaft antreten wird. Deswegen sagt der Engel Gabriel zu Maria, du wirst einen Sohn gebären und er wird den Namen Jesus haben. Und du wirst ihm den Namen Jesus geben. Und er wird auf dem Thron seines Vaters David sitzen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben oder kein Ende sein. Dann sehen wir auch in dem Tempel, in der Stiftshütte, die ganzen Geräte da und alle Bilder, ob das die Opfer sind, das Opfer oder die sieben Feste, das sind alles Schattenbilder auf den Herrn Jesus, auf sein Leben und auf seinen Charakter. Sehen wir zum Beispiel, dass der Herr Jesus das Opfer ist, weil er sich geopfert hat. Er ist aber auch gleichzeitig der hohe Priester. Er ist das Allerheiligste. Und so weiter und so fort. Also wir sehen da in jedem Buch, wirklich in jedem Bereich des Alten Testaments Bilder auf die Person des Herrn Jesus. Dann geht es auch weiter mit den Propheten. Jesaja sieht eine Vision im Himmel und er sieht da Jahwe sitzen auf seinem Thron. Und das ist Jesus Christus. Das sehen wir im Neuen Testament. Weil der Jesus im Neuen Testament genau diese Stelle zitiert und sich selbst damit meint. Also er sagt, dass er derjenige ist, der von Jesaja gesehen wurde. Dass er die Herrlichkeit hatte. Und so weiter und so fort. Und abgesehen auch von den Prophezeiungen, Jesaja 53, Jesaja 35,
ganzen Prophezeiungen auf den Herrn. Da kam der Herr, er wurde geboren und steht da vor den Menschen und sagt, hier bin ich, ich bin es. Und alles zeugt von mir. Die Schriften zeugen von ihm, der Vater zeugt von ihm im Himmel, indem eine Stimme kommt vom Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Die Apostel zeugen von ihm, der Heilige Geist zeugt von ihm, Johannes der Täufer zeugt von ihm. Es sind so viele Zeugnisse auf die Person des Herrn. Auch dann der Apostel Paulus. Das ist jetzt, wenn man prüft, damit man sehen, das, was Jesus sagt, wenn er sagt, die Schriften zeugen von mir, dann sagt man Amen. Das stimmt. Überall zeugen von ihm. Bruder, das Krasse ist, genau, sorry, da ich jetzt schon unterbreche, das Krasse ist sogar, in Bezug auf das Zeugnis, was du gerade gesagt hast, ne, Muslime zitieren ja sehr, sehr oft Johannes Kapitel 5, Vers 30, ne? Und das Kranke ist, ne, der nächste Vers, Johannes 5, Vers 31 bis 32, da sagt ja Jesus, dass es zwei gibt, die von ihm zeugen. Ne, und einer davon ist ja Gott und einer davon ist ja Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hat ja klipp und klar gesagt in seinem Zeugnis, dass Jesus das Lamm Gottes ist, derjenige, der kommt, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Und Gott hat gezeugt, dass Jesus sein Sohn ist. Also das sind zwei Zeugnisse, die komplett den Islam zerstören. Ja. Aber selbst das erkennen die Muslime nicht. Verstehst du? Mhm. Und das ist direkt danach die Verse, ne? Direkt danach, oder direkt danach. Und ich denke mir immer so, jedes Mal, wenn sie Johannes 5, Vers 30 zitieren, ich überlege so, soll ich wirklich mit ihnen drauf eingehen, oder soll ich einfach, weißt du, das ist so traurig, dass sie sich nicht mal die Mühe machen, um den Kontext zu lesen und einfach nur irgendwelche Verse rauspicken und somit die Identität Gottes oder die Identität von Jesus einfach verpassen. Weil sie einfach irgendwelche Verse aus dem Kontext lesen und sich drauf beharren. Und damit sozusagen den Islam beweisen wollen, ohne zu wissen, dass der nächste Vers den Islam komplett zerstört. Also das absolut ist einfach. Absolut, ich sehe das auf jeden Fall. Und was soll ich sagen? Ja, das sehen wir alle. Wir sehen auf jeden Fall, dass viele Muslime da in der Hinsicht voll verblendet sind. Und auch da in dieser, darin bleiben auch und sich weiter und weiter verstricken, das sehe ich. Wenn wir aber auch gucken, was der Herr sagt dazu. Ich will jetzt nicht das Verhalten von den Muslimen entschuldigen oder so. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Herr ja auch tatsächlich sagt, dass der Gott dieser Welt die Menschen ja auch in der Finsternis hält. Er klaut von denen das Wort, dass sie das nicht verstehen. Er macht auf jeden Fall, dass sie den Herrn immer weiter und weiter, also entfernt werden von dem Herrn, von seinem Wort und von seiner Wahrheit, von seinem Licht, von seiner Person. Und es ist halt ein harter Kampf. Die Muslime sind, das tut mir leid, das zu sagen, aber Muslime sind verblendet in der Hinsicht. Mhm. Und wir sind jetzt nicht schlau, wir sind jetzt nicht schlauer als Muslime, weil wir das verstehen. Das hat mit unserer Intelligenz nichts zu tun. Das hat mit Gottes Gnade zu tun, Gottes Geist, dass wir das erkennen dürfen. Das dürfen wir auch sagen. Und das, wenn wir das so sagen, wenn wir das so reden, Muslim, zumindest kann ich jetzt für mich reden, auch für dich, Bruder, ich kenne dich, da geht es nicht darum, die Muslime zu beleidigen oder so, sondern vielmehr wirklich einfach aufzuwachen, zu sagen, hey, lies einfach. Richtig. Glaub nicht das, was dein Scheich dir sagt oder so, sondern nimm die Bibel, mach auf und lies, und es geht um deine Seele, es geht um dein ewiges Leben. Richtig. Und die Entscheidung kommt von dir. Wenn du vor Gott stehst, wird weder dein Mutter, Vater oder Scheich oder irgendein Imam keine mit da sein. Das ist Fact. Du wirst alleine vor Gott sein. Richtig. Was geht, Nadja? Wie geht's dir, Nadja? Hi, mir geht's gut, und dir? Ach ja, ich habe dir letztens auch Anfrage geschickt, du hast einfach abgelehnt, ja? Ach so, ja, okay. Ich hab keinen Bock, mit mir zu reden. Nein, das ist es nicht. Aber ich wollte hochkommen, weil ich dachte, ich hätte vielleicht einen Moslem drin, weil ich habe eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Aber hier... Oh, Nadja, oh ja, gar nicht. Wahrscheinlich. okay. Ja, aber hier ist keine Antwort. Ich weiß nicht, ob ich sie trotzdem stellen soll. Oder ja, warte mal. Vielleicht kennt ihr eine Antwort dazu. Ich weiß nicht. Aber es hat mit einem Hadith zu tun. Das steht in diesem Sahih Muslim 2767. A, B und D ist das, glaube ich. Und da steht halt, dass am Tag des
Genau, am Tag der Auferstehung. Oder kein Buch, nur damit mein Ziel. Lass mal bitte durchgehen. Dann soll ich dir kritisieren. Anyways, ja, und hier, da skanieren weiter. Genau, die Sache ist die, dass da drin steht, dass am Tag der Auferstehung jeder Moslem einen Christen oder einen Juden bekommt, der sein Lösegeld sein wird in der Hölle sozusagen. Und das hat mich halt verwirrt, weil immer kommen Moslems zu mir und sagen, ja, wie kann jemand für deine Sünden sterben, also halt Jesus Christus, wenn in deren Hadith ja drin steht, dass Juden oder Moslems, dass Juden oder Christen halt für die das Lösegeld ist, Lösegeld sind. Und das hat mich halt sehr verwirrt. Und ich weiß, ob ihr eine Antwort dazu mal gehört habt oder sonst was oder jemand mich beantworten kann. Genau. Ich muss mir den Hadith mal in Ruhe anschauen und dann eins davor, damit ich oder ich brauche den Tafsir dazu. Ich schau mal nach. Also ich kenne das, ich habe das schon mal gehört und ich habe noch nie eine Antwort darauf gehört, Nadja. Deswegen. Aber falls hier ein Muslim gibt, der das beantworten kann, kannst du gerne hochkommen. Also warum? Wenn ihr ja nicht glaubt, dass eine Seele die Last eines anderen trägt, ne, wie kommt es, dass in den Hadithen, ne, Sahih Muslim wurde gerade zitiert, wie kommt es, dass es dort heißt, dass Allah eure Sünden auf uns rüberbringen wird? Nadja, bist du da? Oh. Kannst du bitte Sahih al-Bukhari? Und mein zweites Handy ist gerade aus. Ich kann das gerade nicht anmachen. Ich kann es gerade nicht öffnen. Okay, nee, dann ist egal. Okay, wenn du es gerade nicht machen kannst, dann egal. Okay. Okay. Also liebe Muslime, haben wir Muslime hier unter uns? Wenn ja, kann bitte jemand die Frage beantworten, weil ich kann sie nicht beantworten. Glaub mir, die haben Angst. Ja, liebe Muslime, keine Sorge, keine Angst, also ihr sollt einfach nur kommen, um diese Frage zu beantworten, wenn ihr das denn könnt, okay? Keiner Fresser, wir beißen nicht, ihr wisst, ich bin ganz nett. Flex sieht zwar aus wie ein Terminator, aber er macht auch nichts. Deswegen komm einfach. Oh naja, Bruder, ich hab hier nämlich Danke so von. Okay, Bruder, Gott segne dich, danke für deine Unterstützung, Mann. Danke, Gott segne dir auch alle anderen zusammen. Ja, ich gehe auch runter, also wenn eine Antwort dazu kommt, ich höre weiter zu hier unten, aber ich gehe raus, ja? Also, alright, okay. Bis dann. So. Ja, Leute, also keiner will mit uns reden. Ja, was sollen wir jetzt machen? Keiner will reden. Ich denke und hoffe, dass jeder mit uns jetzt einverstanden ist. Weshalb. Okay, dann machen wir das so. Ich habe ja letzte Zeit sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Christen, die auch meinten, dass wir uns auch nicht nur auf Muslime fokussieren, sondern auch auf Christen. Deswegen, liebe christliche Geschwister, also falls ihr Fragen habt, ihr könnt auch gerne hochkommen und eure Fragen stellen. Ja, wir sind zwar nicht allwissend, aber wir können euch ja gerne helfen, wie wir können. Oder ihr gebt uns ein Thema, worüber wir reden sollen. Ne? Oder ihr schreibt in den Kommentaren irgendeine Bibelstelle, worüber ihr gerne eine Antwort haben möchtet, dann können wir vielleicht euch helfen, okay? Deswegen, wir wollen nicht nur mit Muslimen reden, sondern auch gerne mit christlichen Geschwistern. So, jetzt, genau. Hallo, meine Brüder, ich grüße euch an meinen Bruder Lituan. Hallo. Grüß dich, Toni. Oh, jemand hat geschrieben. Ganz kurz, Mensa. Ja. Ja. Guck mal, deine Sache, wegen seinem Moslem da, wegen diesem Baum, wegen dem verfluchten Baum. Die Auslegung ist, dass es auch auf die Menschen gibt, die keine Früchte bringen. Und ja, Digga, das habe ich schon damals erklärt. Ja, das wollte er trotzdem nicht annehmen. Okay. Mhm. Weil viele wussten, dass es das mit den Früchten der Menschen hat und so Fake-Christen, dass es auch die Fake-Christen dazu ist. Ja, das habe ich ihm damals 1:1 erklärt, aber der wollte trotzdem nicht annehmen. Du weißt ja, wie er ist. Ja, sie unterbrechen, sie wollen die Antwort nicht, gell? Es ist ja auch gefallen, die unterbrechen. Ja. Wenn die Antwort kommt, unterbrechen sie und genau. philosophieren. Genau. Die lassen die nicht ausreden und dann
unterbrechen Sie. Ich habe nur eine kurze Frage, geht schnell. Ich bin auch überzeugter Christ, jetzt auch als Christ einfach mal eine Frage. Weil letztens hatte ich auch eine kleine Diskussion mit einem Muslim und er hatte mir gesagt, dass die Stelle da, wo Paulus in Korinther davon redet, dass der Teufel irgendwie wie ein Dorn oder so für ihn ist und dass er nicht von ihnen ablassen will und der da dreimal Gott bitte ich, irgendwie 2. Korinther 10 oder so, irgendwie so war das auf jeden Fall. 2. Korinther 12, Vers 7. Ja, so. Das ist auch das Fleisch bezogen, dass wir Menschen mit Fleisch leben. Und das ist auch die eine Sache, warum? Die eine Stelle, wo Paulus sagt, das, was ich tun möchte, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun möchte, das ist, wir sollen nicht im Fleisch fallen, wir sollen uns von dem Fleisch fernhalten und im Geist fallen. Dann können wir auch nicht die Früchte des Fleisches vollbringen, wenn wir im Geist fallen. Wenn du im Fleisch bleibst, dann wirst du auch die Früchte des Fleisches auch vollbringen, dass du im Fleisch wandelst. Und deswegen ist auch diese Untersuchung. Er meint 2. Korinther 12, 7, das ist was anderes gemeint. Also nicht, ja, er meint nicht die Stelle, die du meinst, sondern er meint das mit das mit dem Boten Satans, richtig? Richtig. Genau, also ich habe darüber, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, ich habe darüber ein Video gemacht, ist mein Profil. Das Video heißt, glaube ich, Widerlegung von Islam verstanden. Und da habe ich das ausführlich erklärt. Ja, ich glaube, es ist so ein Thema, was ein bisschen länger anschneidet, ne? Ja, genau, aber ich kann das hier gerne nochmal erklären. Also, wenn Paulus sagt, ein Bote Satans, der ihn mit Fäusten schlägt, also das ist nicht wortwörtlich zu nehmen, ja, weil es offensichtlich, dass kein Dämon kommt und dich mit Fäusten schlägt. Ist eigentlich klipp und klar logisch. Mit, so. Warte, das ist eher das Böse, das sagt. So. sowas ist ein bisschen durcheinander, deswegen. Auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich unterbrochen, also jetzt bin ich komplett aus dem Faden verloren. Ja, und was da, dass dann, dass sich wörtlich gemeint ist, was genau, auch wir benutzen. Ja. Genau, das ist nicht wörtlich gemeint, sondern es geht darum, dass Paulus ein Problem anspricht, was einfach ihn nervt und was Gott aber zugelassen hat, um ihn einfach demütig zu halten. Okay, und wir wissen ja, Paulus hatte ja viele Offenbarungen, er hatte viele Visionen und es kann schnell passieren, dass du dann überheblich wirst. Ja. Und wenn du dann aber in dein privaten Leben mit Problemen zu kämpfen hast und erkennst, dass du durch Gottes Gnade irgendwie weiterlebst, dann wirst du so demütig, weißt du? Und wenn Paulus dann gesagt hat, ein Bote Satans, der ihn mit Fäusten schlägt, damit wollte er nicht sagen, dass er von einem Dämon besessen ist, sondern dass Satan Probleme in seinem Leben verursacht und dass Gott das aber auch zulässt, um ihn demütig zu halten. Verstehst du? Und es gibt viele Beispiele im Alten Testament, es gibt sogar mindestens vier Beispiele, könnte ich dir aufzählen, wo Gott zum Beispiel sagt, zu Israel, und immer wenn es um die Gemeinde geht, benutzt Gott immer wieder das Wort Stachel oder Dorn im Fleisch oder sowas, oder Stachel in euren Augen oder sowas, weißt du? Es ist immer oft im Kontext der Gemeinde oder von Israel. Zum Beispiel Israel hatte ja viele Nachbarn, die problematisch waren. Ne? Ja. Und Gott hat immer wieder zum Beispiel gesagt, dieser Nachbar wird für dich ein Stachel in deine Seite sein oder er wird für dich ein Dorn im Auge sein. Verstehst du? Und damit ist es ja nicht wortwörtlich gemeint, sondern er meint einfach nur, diese Nachbarn werden für dich problematisch sein. Das heißt, wenn Paulus dann sagt, ein Bote Satan, der ihn mit Fäusten schlägt, damit meint er einfach nur, dass er irgendein Problem hat, was ihn quält und was ihn nervt. Das ist kein echter Dämon, der ihn irgendwie in ihn drinne ist und ihn kaputt schlägt oder so, nee, sondern das ist einfach eine Bildsprache, die er benutzt hat. So wie wenn ich dir sage, ich habe diese Person ist mir ein Dorn im Auge zum Beispiel, weißt du? Ja, man kann das, was er dann gesagt hat, eigentlich gefühlt auf uns alle übertragen, weil im Endeffekt gibt es manche Situationen, wo man dann zum Beispiel, wenn man jetzt einfach wütend wird oder so, und man dann sich immer mehr da reinsteigert, das ist ja auch so eine Sache, wo ich meistens glaube, dass der Teufel da auch mal ein bisschen mitspielt. Also, ja, ich verstehe jetzt auf jeden Fall so, wie ich da auch antworten kann, weißt du, wie ich das erklären kann, weil ich hatte den Kontext nicht richtig gelesen und dann wusste ich gar nicht, wie das so richtig gemeint war, deswegen war jetzt einfach die Frage. Einfach so schnell. Danke, ich gucke mir das Video auch nochmal an. Ja, gönn dir das Video, da sind sogar ein paar Versen aufgezählt. Kannst du angucken. Danke, ne? Einen schönen Abend noch. Gott segne dich. Genau, jemand meinte,
Zungenreden. Ne? Zungenreden und Babytaufe. Also Babytaufe, ja. Genau. Ich wurde als Baby getauft. Du bist als Baby getauft? Ja. Aber, okay. Bist du jetzt evangelisch oder orthodox oder was bist du jetzt? Neuer Christ. Oh, ich hab, warte mal kurz. Exibel, ich hab dir aus Versehen eine Einladung geschickt. Bitte lehn einfach ab. Weil es gibt Essen Menschen, die stellen, die schicken Anfrage, du willst gerade annehmen, dann nehmen sie wieder zurück und dann kriegst du aus Versehen auf jemand anderes. Ja, das ist, wenn ihr eine Anfrage schickt, dann entweder nimm an, also wenn ich annehme, komm hoch oder hör auf, mir eine Anfrage zu schicken. Ja, das nervt. So, hallo? Ja, tut mir leid, ich wollte nur fragen, was der Unterschied zwischen dem Evangelium und den Orthodoxen? Okay. Ja, also, Orthodoxen, die glauben auch an andere Schriften. Ja, also wir Evangelikalen, wir glauben ja an die 66 Bücher. Wir sagen, diese sind die Bücher, die von Gott inspiriert wurden. Ja, diese haben die höchste Autorität. Und Orthodoxen haben aber auch andere Bücher in ihren Kanon. Und somit hat es dazu geführt, dass sie auch andere Lehren angenommen haben. Ja, was dazu geführt hat, dass wir jetzt so einen groben Unterschied haben. So, weißt du? Okay, danke schön, tschüss. Ja. Hallo. Ich habe eine Frage, also zwei. Erstens, also am Freitag hatte ich halt so ein Gespräch mit einem Muslim aus meiner Klasse und er meinte halt so, er meinte halt so, dass man muss halt Arabisch lernen, damit man den Koran versteht. Und dann meinte ich halt so, die deutsche Übersetzung ist halt nicht genau, meinte er. Und dann meinte ich halt, wenn die deutsche Übersetzung nicht genau ist und er kein Arabisch kann, wie kann er dann den Koran genauso befolgen, wie es gemeint ist? Und wenn er ihn nicht genauso befolgt, wie er gemeint ist, dann kommt er doch in die Hölle, oder nicht? Das war meine erste Frage. Meine zweite ist, was meint man eigentlich mit Auge um Auge, Zahn um Zahn? Also, die erste Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber die zweite Frage kann ich vielleicht beantworten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die erste Frage meint er halt einfach nur, wenn die Übersetzung des Korans ins Deutsche nicht genau ist, wie kann er sie dann wirklich befolgen, wenn sie so ungenau ist? Dann würde er ja so gesagt, wenn er es falsch auslebt, weil sie nicht genau ist, in die Hölle kommen. Genau. Weil sie ja nicht so 100% richtig ist. Darf ich was dazu sagen? Ja. Also Leute, die sagen, es sei nicht, also dass man es nicht übersetzen kann, das ist alles eine Lüge. Man kann jede Sprache übersetzen. Sogar aus dem letzten Loch, ja, kann man jede Sprache übersetzen. Also wenn man Aramäisch übersetzen kann, dann kann man auch Arabisch übersetzen. Deswegen, das, was die Gelehrten sagen, ist alles gelogen. Ich hatte heute sogar das Thema gehabt und wir haben sogar heute eine arabische Schrift übersetzt, was genau identisch ist auf das, was ich dann vorgelesen habe heute. Ja, deswegen nicht drauf hören, das stimmt nicht. Man kann Arabisch übersetzen. Ja, man kann sogar die Schlimmsten, man kann sogar Hieroglyphen übersetzen, also bitte. Schreibt sogar auch der Johannes gerade das. Ja. Das meinte ich ja auch. Also, so halt, das war so eine Frage an ihn, so, wenn es nicht genauso, also ich habe halt damit gemeint, wenn es nicht genauso übersetzt ist, wie es halt im Originaltext angeblich ist, dann legt er ja einen falschen Islam aus. Das sollte ich ein bisschen so verkippen. Richtig, ey, du bist ja richtig smart, Mann, glaub mir, KM. Du bist richtig intelligent und ja. Mach weiter so. Ja. Alle ich muss dazu noch was sagen. Ich muss dazu noch was sagen. Du bist, wie alt bist du? Du bist wahrscheinlich sehr, sehr jung. Aber du hast etwas gesagt, wirklich, da sollen die Muslime Vorbild nehmen. Das ist brutal. Du denkst sogar mit. Die Älteren würden sagen, nein, das geht nicht arabisch, das muss man auf arabisch, hocharabisch legen. Du wieder rundum hinterfragst es. Du bist wirklich schlau. Das finde ich gut. Medase. Super, super, super. No problem. Warte. Ukagana Kasaum. Amazing. You're a smart boy. You're a smart boy. Ja, Mann, ja, Mann. Genau. Stark, Bruder. Ich nehme dich wieder runter, ja, weil nicht, dass ich hier gesperrt werde. KM.
Ja? Ich stimme dich wieder runter, ja, sonst werden die mich sperren, du weißt ja. Okay, krass. Gut, okay. Gute Segen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ebenfalls. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ja, man, der Junge ist richtig smart. Das ist wirklich die Fragen, die er stellt, ne? Wenn er hochkommt, das ist wirklich krass einfach. Darauf kommen nicht mal wir. Also, der ist auf jeden Fall eine Maschine. Siebe, wer ist Siebe? Und, also, genau, ich fange mal mit Zungenreden an, okay? Zungenreden. Zungenreden ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Also, ich dachte vor 2 Jahren, ich hätte das verstanden, aber ich lag falsch. nichtsdestotrotz, also, ich bin immer noch offen für Korrektur, aber was ich unter Zungenrede verstehe, ist nicht das, was wir in den charismatischen Gemeinden sehen. Vielleicht liege ich falsch, ich weiß es nicht, aber anhand von den Schriften, was ich persönlich gesehen habe, ist, dass Zungenreden eine ganz normale menschliche Sprache ist. Das bedeutet, du redest eine Sprache, die keiner versteht, spricht zum Beispiel, wir sind jetzt in Deutschland, ja. Und ich bin aber aus Ghana, ich kann kein Deutsch, aber ich soll hier hinkommen und mit euch das Evangelium teilen. Dann würde mir Gott die Gabe geben, Deutsch zu reden, ohne dass ich Deutsch jemals gelernt habe. Das ist die Gabe des Zungenredens. Ja. Und das ist genau das, was man im Apostelgeschichte Kapitel 2 sieht. Ja, wie gesagt, Apostelgeschichte 2 ist klipp und klar, das war eine menschliche, also normale Sprache. Ob es jetzt noch eine andere Art von Zungenreden gibt, wie wir das heute in den charismatischen Gemeinden sehen, keine Ahnung, ich weiß, also man müsste mir das halt beweisen aus der Schrift, aber wie gesagt, ich bin offen, aber zum jetzigen Standpunkt glaube ich, dass Zungenreden eine normale menschliche Sprache war, was ich man nicht gelernt. Ich habe da schon zugemacht, also für mich ist es wirklich nur eine Sprache, die man verstehen konnte und die man auch auslegen muss, weil welchen Nutzen hat es, wenn es nur für dich persönlich ist und du selbst es nicht verstehst und kein anderer? Richtig. Plus zu dem Punkt auch noch, wo man dann irgendwo auch sagen muss, man sagte, dass Paulus am meisten in Zungen gesprochen hat oder so in einer Sprache gesprochen hat. Der hat ja auch am meisten das Evangelium verkündigt. Also macht es auch irgendwo Sinn, weil er immer an verschiedenen Orten war. Richtig, richtig. Hallo, haben wir da jetzt auseinander, oder? Hallo, Shalom, mein Bruder. Shalom, Shalom. Ja, ich höre dich. Ja, und zwar ist immer eine Frage, mein Bruder. Ich bin meistens hier bei dir in meinem Livestream, hören immer ein paar Worte an. Und zwar würde ich mal deine Meinung interessieren. Also ich bin auch bekehrt und getauft und glaube an Jesus, so wie es in der Schrift steht. Allerdings hätte ich mal gern deine Meinung darüber gehört, weil mittlerweile viele Christen in TikTok und allgemein ist ja diese Hypergrace-Lehre raus, dass Menschen sagen, sie können nicht mehr verloren gehen, freisündigen. Und ja, in der Welt leben. Jetzt wollte ich mal nach deiner Meinung fragen, was du davon hältst. Also Hypergrace ist total falsch, das ist nicht von Gott. Hypergrace ist nicht biblisch, das ist Quatsch. Also du kannst nicht sagen, ich nehme Gott an und dann sündige ich so viel, wie ich will. Und ich, so wie ich gehört habe, ich habe zufällig gestern mit meinem Co-Jugendleiter darüber geredet und er meinte auch so, also er hat mir ein bisschen davon erzählt, dass die nicht mal mehr um Sündenvergebung beten und sowas. Ne? Genau. Und das ist also sowas einfach nur noch, ist teuflisch, sage ich dazu. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn du wahrhaftig ein Kind Gottes bist, dass du auch ein Kind Gottes bleibst. Aber, dass es nicht bedeutet, dass du jetzt weiter sündigen kannst, sondern dass Gott dich ja verändert. Gott beginnt ja ein Werk in dir. Ja. Und man sieht anhand von deinem Leben, dass du wahrhaftig ein Kind Gottes bist. Warum? Weil du dich veränderst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wenn man keine Veränderung sieht und wenn du immer noch derselbe bist und du sündigst weiterhin, dann zeugst du ja, dass du gar kein Kind Gottes bist. Also, sorry, bei mir ist es ein bisschen lauter, ich laufe da draußen, aber auf jeden Fall. Man hat gar nichts, man hört nichts. Hört man nichts, jetzt besser? Jetzt besser, ja. Ja, auf jeden Fall deine Einstellung und so, das ist gesund, das ist eine gesunde Lehre. Ist halt jetzt momentan, man sieht in vielen Gemeinden Christen, die, ich sag jetzt mal, in der Gemeinde sind und Gottesdienst feiern und danach Party ins Haus und raus und so. Weißt du, ich sag halt, dass so auf 2 Hochzeiten tanzen und wie die Bibel auch sagt, die Launen speite er aus. Und es gibt ja viele Stellen, die wir jetzt aufzählen können. Ich finde es einfach traurig, dass Christen, viele Christen meinen, dass sie machen und können, was sie wollen. Und im Endeffekt sagt uns die Bibel klar und deutlich, dass Sünde von Gott trennt. Ja, richtig. Ja.
Davor müssen sie wirklich aufpassen, weil nicht jeder kommt ins Paradies. Ne? Wir müssen die Gebote Gottes folgen, ansonsten haben wir ein Problem. Das ist schon mal Fakt. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht mal so ein Thema, weißt du, du hast ja viel Zuschauer, vielleicht mal so einen Abend über dieses Thema zu reden, ja. Weil man sieht ja, dass es nimmt schon Überhand, auch dieser Leon Bigger und diese viele Lehrer, Joseph Prince, habe ich auch schon gehört, die lehren in diese Richtung. Verstehst du, die Christen fühlen sich da bestätigt, wenn sie sagen, ich kann meine Gelüste ausleben, jedoch fühle ich mich dann wieder sonntags wohl im Gottesdienst. Naja, das ist schon irgendwie traurig. Das kann man so leicht widerlegen. Ich meine, wenn du zum Beispiel Johannes 1, Vers 12 bis 13, da steht klipp und klar, und diese Stelle zitiere ich sehr, sehr oft, da heißt es, diejenigen, die Jesus aufnahmen, ne, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nun, er erklärt danach, nicht durch menschlichen Gelüsten, sondern durch den Geist Gottes. Nun, dann frage ich mich, okay, wozu hat mich der Geist Gottes gezeugt, wenn es eh keine Veränderung geben wird in meinem Leben? Wozu muss ich überhaupt neu geboren werden? Genau. Wozu werde ich neu geboren? Wozu muss ich mich taufen lassen? Genau. Ne, wozu, weißt du, also dieses Hypergrace ist kommt totaler Quatsch. Als Christ heißt es, dass du dein altes Leben, das alte ist vergangen und es ist also etwas Neues entstanden, du bist eine neue Schöpfung. Mhm. Und du lebst wie ein Kind Gottes. Ja, du lebst geleitet durch den Heiligen Geist. Und wenn du das nicht tust, dann zeugst du, dass du nicht zum Gottes Kind gehörst. Und Nadja, das ist Hypergrace, also übertriebene Gnade, bedeutet das. Und die denken wirklich, du kannst machen, was du willst, wenn du Jesus annimmst und das passiert nichts und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch nochmal für jeden Zuschauer hier nochmal ganz, ganz wichtig, auch wenn jetzt einige Muslime hier drin sind, weil die haben, glaube ich, auch oft das Bild, dass man als Christ, weil Jesus für uns gestorben ist, der Annahme ist, du kannst jetzt machen und tun, was du möchtest. Das ist komplett falsch. Wenn du Jesus Christus annimmst, gibst du damit zu, dass du in deinem alten Leben sündhaft bist, dass du die ganze Zeit gesündigt hast, dass du ein Feind Gottes bist und dass du nicht nach Gott gelebt hast. Dieses Leben gibst du auf, indem du an Jesus Christus Kreuzopfer glaubst. Du bist mit ihm gestorben und das Neue, was in dir ist, das lebt jetzt für Gott. Das heißt, du gehst den Weg mit dem Herrn Jesus Christus. Du richtest dich nach dem, was er gelebt hat und was er auch gelehrt hat. Das heißt, du kannst gar nicht mehr in der Welt leben. Wenn du davor in deinen Lüsten gelebt hast, wie, keine Ahnung, Sex vor der Ehe und all diese ganzen Sachen, Lügen, Klauen und Morden vielleicht, dass du diese Sachen ablegst. Aber diese menschlichen Sachen kannst du nicht durch dich ablegen, sondern dadurch, dass du neu geboren wirst, weil du Jesus Christus jetzt dein Herz gegeben hast und dein Leben. Das heißt, du stirbst mit ihm, aber du stehst auch mit ihm neu auf zu einem neuen Leben. Und viele haben halt die Annahme, wenn man aber mit Jesus lebt, kann man ja machen, was man will. Und auch Paulus hat darauf geantwortet und sagte, diese Menschen, die jetzt der Meinung sind, sie können ja sündigen, genau diese Leute sind die, die verloren gehen, weil die haben nicht den Glauben. Die zeigen auch an ihren Taten so, dass sie keinen Glauben haben. Und deswegen sieht man auch, dass es ein Wandel in dir ist. Ich habe mal ein Beispiel gesehen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, er ist zu spät, weil er von einem LKW angefahren wurde, aber er ist ganz unverhindert da, dann würde ich ihm nicht glauben. Aber wie viel größer ist Gott als ein LKW? So, wenn Gott in dein Leben kommt und dich wirklich trifft und dein Leben komplett verändert, dann kannst du nicht so bleiben, wie du bist. Das heißt nicht, du wirst ein perfekter Mensch, aber dein Lifestyle, deine Einstellung, alles hat sich verändert. Du orientierst dich jetzt mit allem, was du tust, nach Gott, nach Jesus Christus und nach seiner Liebe, deinen Nächsten zu lieben, selbst wenn er dich hasst, ihn zu vergeben, selbst wenn er sich nicht dafür entschuldigt. Also all diese Sachen, das ist ein Prozess, in dem Jesus Christus sich immer mehr und mehr zu ihm verändert, dass du ihm ähnlich wirst. Wenn du aber dein ganzes Leben lang immer so bleibst, wie du bist, heißt es, dass du wohl nicht an Jesus Christus glaubst und dass es für dich wahrscheinlich nur eine schöne Nachricht war, aber sie nicht in dich eingedrungen ist, dass du wirklich Glauben daran hast. Und da ist es wichtig, das zu verstehen, dass Hypergrace dich nicht retten wird, sondern wirklich die Gnade Gottes rettet dich, aber nicht dieses, du kannst jetzt machen, was du willst und kannst jetzt in Sünde leben und am Ende bist du gerettet. So, das ist einfach Ziel des Ganzen, ja. Genau, wir sehen ja auch, wenn Jesus zum Beispiel, gerade der, zum Beispiel der Ehebrecherin, die erwischt wurde, wo die Männer sie steinigen wollten, als Jesus hinging,
hat er danach zu ihr gesagt, sündige hinfort nicht mehr, er hat ihr vergeben. Und danach sagte er, sündige hinfort nicht mehr, darauf auf den Hinweis, dass sie es nicht mehr machen soll. Also das ist auch nochmal ein kleines Beispiel, was man manchmal gar nicht so beachtet. Wenn Jesus die Menschen aufgeheilt hat, hat er es auch manchmal gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Ne, das ist auch ein Hinweis darauf hin, dass wir natürlich, wir sind auch manchmal Wiederholungstäter unserer Sünden, wir machen Buße, bitten um Vergebung und Kraft, dass der Herr uns da weiterhilft, dass wir es nicht mehr tun. Aber permanent darin leben oder Ehebruch oder andere Dinge, das geht einfach nicht. Und es ist einfach, sage ich jetzt mal, eine Lehre, die sich immer mehr einschleicht bei den Christen, gerade bei den jungen Leuten, mittlerweile bei uns auch, weil wir sind von den Sintis, Volk der Sinti, unsere Gemeinden bestehen hier in Deutschland wirklich schon 50 Jahre und bei uns war es immer eine gesunde Lehre von der Bibel, so wie es sein soll. Mittlerweile sind viele Gemeinden und Christen so, dass sie sagen, gerade durch diese moderne Lehren und Hypergrace, dass sie jetzt sagen, okay, ja, ich kann jetzt in die Gemeinde und danach geht wieder Party oder andere Dinge. Ne? Und daran sieht man auch, es steht ja sogar geschrieben, in den letzten Tagen werden sie noch danach, ich sage jetzt mal meine Worte, weil ich die Stelle nicht auswendig weiß, danach trachten, was ihre Ohren kitzelt oder was ihre Ohren hören möchten, so auf die Art steht es geschrieben in den letzten Tagen. Sie werden die gesunde Lehre mit Füßen treten oder so ungefähr steht es drin. Ne? Also, dass sie es nicht mehr annehmen werden. Das ist schwierig. Natürlich prophezeit sich das jetzt alles, was die Bibel sagt. Aber Aufklärungsbedarf, denke ich, ist unsere Pflicht. Wir, die wir wahrhaftig den Herrn erfahren haben. Ne? Ich sage jetzt mal so, der, wo Jesus einmal erfahren hat, wie du schon vorhin angesprochen hast, oder der Bruder, der will nicht, gar nicht mehr in die Welt. Auch manchmal, wenn du als Mensch Verlangen hast, du kämpfst dagegen an, du betest, du lebst in der Heiligung, du gehst in das Haus Gottes, du liest die Bibel und dann weißt du, wie sinnlos die Welt ist und wie wundervoll und wie wunderbar und wie lebendig Jesus ist. Genau, 100%. Ganz gut. Ich will nur kurz was sagen, Menze. Und zwar, wir kriegen demnächst den Ahmad Ex-Moslem, kriegen wir jetzt bei uns in der Community auch nochmal rein. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Mich? Ja, ich meine dich, Menze. Ahmad, ich weiß, wer das ist, ja. Menze, ganz kurz. Ahmed, Ex-Boss. Weiter redest ganz gut. Menze, kannst du bitte diesen Slavic United Power rauswerfen? Der macht hier wirklich nur Chaos. Wusse. Warte mal. Der macht hier wirklich nur Unsinn. Slavic United Power, okay, weg. Danke, dass du da warst. Stumm schalten. Ganzes Live-Video, so. Er ist weg. Aber habe ich keine Mods hier drin? Warte mal, ich mach dich mal zum Mod. Ich habe gerade nicht hingeguckt. Genau. Ja. Genau, Flex, so, du kannst weiterreden. Ja, also wer den nicht kennt, wir werden auf jeden Fall bald richtige Ex-Moslems in der Community haben. Auch Salafisten, die konvertiert sind. Und das wird nochmal eine komplette Zerstörung sein. Ne? Das sind Leute, die wirklich den Islam komplett studiert haben und konvertiert sind. Und ja, da haben wir einige in der Community. Ne? Mensa, das wird richtig krass, weil den kriegen wir jetzt auch hier bei uns in der Community rein. Das wird sehr, sehr, sehr lustig. Ja, Mann, ich freue mich auf jeden Fall. Also die muslimischen Missionare können sich auf jeden Fall warm anziehen. Also ich halte mich jetzt bewusst selber auch persönlich bedeckt und zurück, aber so Gott will, nächstes Jahr, also kommt auf jeden Fall was auf sie zu, sage ich mal so. Aber ja, genau, ich weiß, ob ich, hallo Marie, ich weiß, ob ich dich schon begrüßt habe. Hallo. Marie. Hi. Hi, Gottes Segen. Segen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, entspannt. Wir machen jetzt eine lockere Runde hier. Ah, okay, nein, ich wollte nur noch mal was sagen, wegen, wir hatten ja ganz am Anfang oder relativ in der Mitte das Thema mit dem, dass einige sagen, dass Jesus gebetet hat wie ein Moslem. Und ich verstehe manchmal nicht, warum das immer so ein großes Thema ist, weil er sich halt niedergeworfen hat. Ich finde das gar nicht schlimm. Wenn man ein bisschen vorher liest, dann sagt Jesus halt, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und danach hat er sich halt niedergeworfen und seinen Vater angebetet, ne, und Gott angebetet. Und ich meine, wir machen doch dasselbe. Ich meine, wenn ich tief betrübt bin und wirklich ganz schlimme Probleme habe oder so, dann gehe ich auch auf die Knie
ganz oft und mache meinen Kopf runter oder so. Dass das immer so genommen wird als Argument, dass er gebetet hat wie ein Moslem, das verstehe ich einfach nicht. Ja, das ist halt, wie gesagt, das ist, wir haben vorhin darüber geredet, ja, die Muslime sind verzweifelt, weil ja der Koran gelogen hat, und anstatt dass sie anerkennen, dass der Koran gelogen hat, wollen sie einfach alles Mögliche in der Bibel interpretieren. Der Koran hat nicht gelogen. Warum glaubt ihr, dass der Prophet Jesus, der ist kein Gott? Okay, warte mal, Eliana, wenn du mich schon unterbrichst, ne? Du bist hier Gast. Ich rede gerade, ich antworte gerade auf eine Frage und dann unterbrichst du einfach, okay. Wir kommen jetzt zu dir. Alles gut, du hast mich schon unterbrochen. Beweis uns, dass Jesus ein Moslem war. Was ist dein Argument, der Thema? So, Uwea, Maminfano. Eines von. Ja, genau. Mach du. Nein, die soll die Frage beantworten und dann würde ich ihr eine Frage stellen. Das ist fair. Okay. Eliana, hörst du mich? Wow, also du unterbrichst mich und jetzt redest du nicht mehr, ja? Du bist gestummt, falls du redest, ich weiß nicht. Okay, ich glaube, das war einfach nur Zeitverschwendung. Okay, danke, dass du da warst. So. So, Mari, sorry. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, die Muslime werden vom Koran angelogen, ne? Dass Jesus angeblich Moslem war, dass Mohammed angeblich in der Bibel war. Und anstatt dass sie akzeptieren und anerkennen, dass der Koran eine Lüge ist, sagen sie, die Bibel wurde verfälscht. Alle anderen Dokumente, die wir haben, sind alles verfälscht. Ne? Auch die Juden haben ein gefälschtes Buch. Einfach alle haben gelogen, alle haben alles verfälscht, außer der Koran ist echt. Und obwohl sie das behaupten, ne, sagen sie trotzdem, dass man in der Bibel sehen kann, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, übrigens, sagen die. Die sagen, dass in der Bibel, dass Jesus ein Muslim war. Und wenn man sie fragt, okay, wie kommt ihr drauf oder was ist euer Beleg, sagen sie, ja, guck doch, er hat ja gebetet wie ein Muslim, nämlich indem er mit seinem Kopf auf den Boden gegangen ist. Ne? Und abgesehen davon, dass nicht nur Muslime so beten, sondern, weißt du, dass, wie du sagst, sogar Christen beten so, Orthodoxen beten so, ich glaube sogar Buddhisten beten so, abgesehen davon, geht es ja darum, nicht wie er gebetet hat, sondern es geht darum, was er in dem Gebet ausgesprochen hat. Genau. Wie er gesagt hat, er hat ja Gott klipp und klar seinen Vater identifiziert. Und allein diese Aussage beweist klipp und klar, dass er kein Muslim war. Ne? Und also, das ist so traurig, dass sie, es ist so, wie wenn ich einfach sage, weißt du was, der Koran ist zwar verfälscht, aber trotzdem der Koran sagt, dass Mohammed ein Christ war. Und danach versuche ich irgendeine Stelle zu finden, die irgendwie, weißt du, ein bisschen ähnlich mit Christentum ist. Und dann ignoriere ich einfach alles andere. Und dann sagt, guck, auf Koran war Mohammed ein Christ. Genau die gleiche Logik. Ne? Und das ist so traurig, dass Muslime, die wirklich erwachsen sind, nicht nachdenken. Sie sagen einfach, die sind wie Papageien, die sagen einfach nur das, was sie von anderen gehört haben. Ja. Ne? Und das ist das Problem. Sie denken nicht selber nach, sondern sie sagen einfach nur das, was sie von Pierre Vogel gehört haben, was sie in irgendwelchen TikTok-Streams gehört haben, was sie von irgendwelchen Imams gehört haben. Und das ist das Problem. Weißt du? Ich denke aber auch halt, dass bei vielen Sachen, also ich meine, ja, also in dem Punkt hat Jesus sich niedergeworfen, okay, aber andere Sachen, ich meine, wir haben ja keine Rituale oder so, dass wir uns vorher waschen müssen. Wir können ja immer und jederzeit zu Gott kommen, so wie wir sind. Und das ist doch auch schon ein Unterschied. Ich meine, das zeigt doch, dass wir auch nicht, also dass Jesus so nicht gebetet hat. Halt, ne? Also wir müssen das nicht machen halt, ne? Richtig. Ja. Und wenn du allein guckst, ne, im Matthäus Kapitel 6, glaube ich, oder Matthäus Kapitel 7, eins davon, da hat ja der Herr sogar beigebracht, wie man betet. Genau. Und rate mal, wie dieses Gebet beginnt. Vater unser. Vater unser, ja. Verstehst du, und im Koran wird mehrmals bedeutet, dass Gott überhaupt ein Vater ist. Also wie zum Teufel kommt man auf die Idee zu sagen, Jesus war ein Muslim und er hat gebetet wie ein Muslim, wenn er komplett das Gegenteil gelehrt hat. Weißt du? Und das ist das Traurige. Absolut, ja. Das ist das Traurige, dass es wirklich Muslime gibt, die wirklich denken können, aber trotzdem an die Lügen des Korans glauben. Ja. Ich hätte da noch eine andere Sache. Ich brauche einen Muslim, der hier hochkommt und die Schahade ausspricht. Dann kann ich euch beweisen, ja, in den Suren, dass auch Allah die Schahade ausspricht. Ja, die Frage ist, wer ist der Zeuge? Zu wem betet denn Allah? Oder wer ist der Zeuge? Ha?
Also wenn ein Moslem hochkommen kann und mir das mal beweisen kann, warum Allah die Schahada ausspricht, yalla, ich warte. Okay, ich gehe dann wieder raus. Alles klar, Gottes Segen. Okay, tschüss. Ja. Gottes Segen. Gottes Segen. Was geht, G? Gottes Segen. Gottes Segen. G, hallo. Hallo. Hört man mich? Ja, man hört dich, man hört dich. Okay, also ich wollte zwei Sachen einfach von mir loswerden. Und zwar wollte ich einmal sagen, vielleicht an die Muslime oder andere Gläubigen oder Sitten, die gerade hier drinne sind. Ich wollte nur sagen, dass das, was die Geschwister hier sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht dazu dienen soll, euch irgendwie schlecht fühlen zu lassen oder sowas, sondern es soll dazu dienen, dass ihr halt wirklich zum Herrn Jesus kommt, weil egal wie ihr seid und egal welche Sünde ihr gerade in euch habt, wenn ihr zum Herrn Jesus kommt, dann will er euch verändern. Und zweitens möchte ich einfach nochmal den Brüdern, den Geschwistern, die hier sind und aufklären über das Evangelium und über den falschen Glauben und über falschen Gläubigen, möchte ich einfach nochmal einfach meinen Dank aussprechen zu euch, weil wirklich, das ist wirklich eine wunderbare Arbeit, die ihr hier macht. Ja, das wollte ich einfach nur. Danke für deine Worte, Bruder. Sehr, sehr ermutigend und alle Ehre gebührt natürlich dem Herrn Jesus Christus, Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Ja. Wir sind nur seine Diener und für mich ist es eine Ehre, ihn dienen zu dürfen. Ja. Und trotzdem danke für deine Ermutigung und dir auch Gottes Segen, bleib stabil, wie du bist. Ganz kurz, Menzel. Mhm. Also, ich brauche nochmal, ich werde das noch einmal erwähnen. Ich hoffe, da kommt ein Moslem hoch. Und zwar brauche ich einen Moslem, der hochkommt und die Schahada ausspricht. Und dann, wie gesagt, übersetze ich das auf Englisch. Und dann frage ich mich, warum Allah die Schahada ausspricht. Ja, also Moslems, kommt hoch. Und ich will wissen, wer der Zeuge ist. Weil Allah bezeugt, dass es keinem gibt außer Allah. Also kommt hoch und erklärt mir das bitte. Ne? Wer ist der Zeuge? Kommt hoch und spricht die Schahada aus. Und dann meine Frage ist, warum tut Allah konvertieren zum Islam? Weil wenn man die Schahada ausspricht, konvertiert man ja zum Islam. Also, yalla, kommt hoch. Kommt hoch. La ila illallah. Was sagen die? Genau, und Allah spricht im Islam auch die Schahada aus. Also, yalla, Muslime, kommt hoch. Echt, oder? Gottes Segen, Leute. Um Gottes Segen, Angel. Ja, ich hätte mal eine Frage. Ich war ja gestern mit Ami ein bisschen live gewesen. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und ja, wer ist zum Islam konvertiert worden eben? Hast du Flex gesagt? Allah konvertiert zum Islam, richtig. Ja, genau. Und warum ist dann der Cousin von Prophet Mohammed zum Christentum konvertiert, bevor er gestorben ist? Das ist auch mal eine sehr, sehr gute Frage. Dann würde ich mal diese Frage auch mal stellen. Hm. Der Cousin von Prophet Mohammed zum Christentum konvertiert. Das wäre meine nächste Frage. Wenn es um den Islam geht, gibt es tausende Fragen, Bro. Das hat einfach kein Ende. Ist einfach so. Ja, aber das wäre ja eine Frage, die ich stellen muss, weil ein Cousin von einem Propheten, ja, zum Christentum braucht. Also das ist, boah, das ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht in diesem Moment. Oder sagt ihr dazu? Ja, ich hatte auch, glaube ich, mal ein Hadith, glaube ich, gelesen. Und anscheinend hatte damals irgendein Christ auch den Koran geschrieben, ne? Ich weiß nicht mehr, welchen Sahih das war, aber ja, ich kenne den Vers. Ja. Man nennt mich den Hadith Hunter. Das war Sahih al-Bukhari, irgendwas, war, ich weiß es nicht mehr. Aber Mensa, bist du da? Beziehungsweise alle meine christlichen Brothers and Sisters in der Lord, seid ihr alle da? Ich habe eine kurze Frage. Ich bin da, ich höre zu. Ich bin auch da, ja.
weil ich gehe halt auf die Straße evangelisieren, das Wort verkünden. Und ich hatte auch mal einen Christ getroffen. Er sagte zu mir, er glaubt nicht an die Gaben des Heiligen Geistes. Er sagt, heutzutage gibt es keine Propheten mehr und so weiter und so fort. Was sagt ihr denn dazu? Weil er hatte irgendwie Korinther, was hat er gesagt, Korinther 8 oder irgendwie sowas zitiert, wo es draufsteht, dass wir das nicht mehr, es wird das irgendwie nicht mehr geben oder so. Aber ich verstehe den Vers halt ein bisschen anders. Was, wie versteht ihr den Vers? Du meinst nach 1. Korinther 13, oder? Aber nee, kann sein, kann sein. 13, 8 bis 10, glaube ich, war das, ja. Wo er sagt, die Liebe wird nicht vergehen, aber irgendwie sowas. Ob ich das rede? Ja, genau, bis es vollkommen da ist. In verschiedenen unbekannten Sprachen reden wird aufhören. Ja, genau. Genau. Ja, also ich verstehe es so. Man muss unterscheiden zwischen apostolischen Gaben und allgemeinen Gaben. Okay, ich meine, die Aposteln sind ja das Fundament, sagt ja die Bibel, die sind das Fundament. Und auf dieses Fundament wird die Gemeinde sozusagen gebaut. Ja. Und die Apostel hatten gewisse Gaben bekommen von Gott. Zum Beispiel, dass sie wirklich die Autorität hatten. Allein zum Beispiel, dass Petrus seinen Schatten konnte Menschen heilen. Ja, kennst du ja die Geschichte. Oder dass sie einfach wirklich alle möglichen Wunder tun konnten. Weil es ging ja darum, dass in deren Zeit, dass das Evangelium so schnell wie möglich die Menschen erreicht. Und somit hat Gott ihnen ausgerüstet mit apostolischen Gaben. Und diese apostolischen Gaben, glaube ich persönlich, laut Bibel, dass es nicht mehr gibt. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht mehr wirkt durch seinen Heiligen Geist. Der Geist Gottes wirkt immer noch in den Gemeinden. Ja, er rüstet immer noch die Gemeinde aus. Und er kann immer noch Wunder tun. Das ist keine Frage. Ja, und so weiter und so fort. Aber die apostolischen Gaben in diesen Autorität, was die Apostel damals hatten, das glaube ich persönlich, laut Bibel, dass es nicht mehr gibt. Okay. Weil das Ding ist, ich und mein Kollege, wir können, ich will jetzt nicht in Angebot, aber wir sprechen in Sprachen und können auch prophezeien. Und deswegen war ich halt ein bisschen verwirrt und deswegen habe ich gesagt, ich komme einfach schnell mal hoch, um mit euch einfach darüber zu reden, weil... Was meinst du mit ihr spricht in Sprachen? Also wir beten halt in Zungen, weil Paulus sagt ja, er würde sich wünschen, dass wir im Sprachen sprechen, aber er wünscht sich, glaube ich, am meisten, dass wir irgendwie prophetisch reden können. Genau, und weißt du, kennst du den Grund? Nö, also deswegen reden wir ja darüber. Genau, er meinte ja, dass er wünscht sich zwar, dass wir alle in Sprachen reden, aber lieber, dass wir prophezeien. Warum? Weil durch die Prophezeiung die Gemeinde erbaut wird. Ne, ich meine, die Gemeinde wird ja nicht erbaut. Die Gaben dienen ja, es sind ja keine persönlichen Geschenke. Es ist ja nicht da, um dich selber irgendwie zu pushen, sondern es ist, Gott gibt dir die Gabe, damit du die Gemeinde erbaust. Und wenn du eine Gabe hast, die der Meinung ist, du hast eine Gabe, aber das ist für deine persönlichen Zwecke, dann ist es Quatsch. Und deswegen hat er gesagt, ich wünsche mir aber lieber viel mehr, dass ihr prophezeit, weil durch die Prophezeiungen und durch die ganzen Auslegungen wird die Gemeinde erbaut. Aber jemand, der nur in eine Sprache redet, die keiner versteht, erbaut sich selbst und das ist negativ. Genau, da bin ich ja auch vollkommen. Ja, aber glaubst du daran, dass es heutzutage noch Menschen gibt, die in Sprachen sprechen? Das weiß ich in einer Sprachengabe gesagt. Kann es denn jemand auslegen? Das ist erbauend für die Gemeinde oder bringt es jemand vom Herrn? Es gibt ja Menschen, die auch durch den Heiligen Geist das auch interpretieren können. Das geht ja natürlich auch. Und tut das dann aber jemand, wenn ihr zum Beispiel in Sprachen redet? Ich mache das nur für mich, wenn ich weiß, es gibt keiner in der Gemeinde, der es interpretieren kann, dann spreche ich das nicht vor die ganze Gemeinde, dann mache ich das nicht. Und welchen Nutzen hat das für dich, wenn du es für dich alleine machst? Nein. Was? Das Problem ist, ich lese die Bibel auf Englisch. Und auf Deutsch kann ich da nicht so viel zu. Ich versuche das irgendwie zu übersetzen. Man sagt ja auf Englisch, da sprichst du Mysteries, also da sprichst du
ungewisse Dinge, die du gar nicht weißt, zu Gott direkt, weißt du? Das sagt ja auch die Bibel. Aber ich sehe das eher als Kritik, weil was für Geheimnisse sprichst du denn, wenn du selbst nichts davon verstehst? Das, wir sprechen ja da direkt zu Gott. Das wissen wir ja nicht. Aber wenn du ja zu Gott sprichst und du weißt nicht, was du zu ihm sagst, und es ist ja meistens dasselbe, was du, glaube ich, sagst. Ich sag mal, die Laute, die du machst, sind ja meistens dieselben. Ich kenne es ja oft, wenn Leute in Zungen reden, dann klingt es meistens eigentlich, ohne jetzt böse zu klingen, wie Copy und Paste. Es klingt fast immer gleich. Und was ist denn dasselbe oder was ist denn dieses Geheimnis, was du zu Gott sagst, wenn es ja bei fast jedem, der in Zungen redet, ähnlich klingt? Weißt du, was ich meine? Ja, das, wie gesagt, das erklärt uns die Bibel ja nicht. Außer es gibt halt einer, der es interpretieren kann. Genau, und deswegen meinte ich ja, wenn du zu Hause bist und für dich selbst sprichst und es interpretiert keiner, welchen Nutzen hat es ja dann? Boah, ich glaube, das beantwortet, glaube ich, die Bibel nicht, ne? Und deswegen würde ich mich dann fragen, welchen Sinn es dahinter hat. Wenn es die Bibel nicht beantwortet, weil die Bibel hat ja die Antworten dafür. Wenn es aber nicht die Antwort dafür hat, dann muss man ja hinterfragen, ob es wirklich biblisch ist. Weißt du, was ist auch biblisch. Weil ich würde nicht an etwas festhalten, was damals als Sprachengabe, also wirklich Logos, als Sprache bezeichnet ist, und dann eine Sprache reden, die man nicht verstehen kann, und dann daran festhalten, weil es eine Gabe ist, weil sonst ist es nur etwas, was sich selbst erbauen soll, und es soll jetzt ja genau nichts sein. Weil du dann nicht dein Fleisch irgendwie fütterst und dir sagst, ich habe eine krasse Gabe von Gott, und dann anfängst nur irgendwas zu sagen, damit du dir oder auch einbildest, dass du jetzt von Gott vielleicht was hast, obwohl du dich damit nicht erbaust, sondern du würdest dich viel mehr erbauen, wenn du vielleicht wirklich ins Gebet gehst und klare Worte sprichst und klar mit dem Herrn redest, statt etwas zu, ich sag mal, blabbeln, was du nicht verstehst, aber dir dann einredest, dass du dir damit ein gutes Gefühl gibst, dass du jetzt damit dem Herrn näher gekommen bist, aber dich wahrscheinlich für die nächsten 5-6 Monate im gleichen Zustand befindest, weil dein Gebet und deine Anliegen nicht wirklich ausgesprochen sind, sondern du etwas gebrabbelt hast, was es vielleicht in dem Sinne gar nicht gab, du dir aber einredest, dass es das gab, weißt du? Und da muss man halt aufpassen mit den Gaben, weil die Gaben, wie gesagt, sind nicht etwas, wo du jetzt sagst, okay, ich diene nur in der Gemeinde und das ist was Kleines. Die Gabe ist auch wirklich etwas, so, die kleinsten Sachen sind meist die größten Sachen und du solltest dich da wirklich drauf fokussieren, dass du da dem Herrn näher kommst, im Wort lesen, im Dienen, in der Liebe wachsen, zur rechten Zeit das rechte Wort durch den Heiligen Geist wirklich haben, statt dich dann vielleicht nur auf das Zungenreden zu fokussieren oder prophetische Reden und dass da vielleicht nur, ich sag mal ganz vorsichtig, Einbildung ist oder ein Wunschdenken, dass du das gerne hättest, weißt du? Weil wir kennen es ja oft, ich sag's mal von meiner Erfahrung nach, dass man dann von einer Gemeinde kommt, wo man aufgewachsen ist, wo man dann das alles sieht bei den Eltern oder auch auf Social Media, auf YouTube, wie Leute das machen und sich damit sehr zur Schau stellen, das aber nicht wirklich viel mit dem Herrn zu tun hat, man aber im Glauben wachsen möchte, das heißt, die Intention, das zu machen, ist eine richtige, du willst im Glauben wachsen, aber du schaust eher auf das, was die Leute machen oder in der Gemeinde passiert, statt auf das, was wirklich in der Schrift steht. Deswegen habe ich dich ja gefragt, wenn der Herr sagt, dass wir in Sprachen reden sollen, und Paulus es ja auch als Ziel hatte zum Beispiel, weil er ja viel unterwegs war und den Menschen in verschiedenen Sprachen das Evangelium gegeben hat. Oder du, wie wenn du sagst, jemand soll es auslegen, du aber keinen hast zum Auslegen und du es einfach nur für dich selbst sprichst, welchen Nutzen hat es dann wirklich? Weil dann erbaust du niemanden, nicht mal dich selber, weil du weißt nicht, was du zum Herrn redest und du weißt auch nicht, was jemand auslegen könnte, was für dich zum Beispiel ein Segen wäre, dass du sagst, okay, ich habe das gesagt, und jetzt interpretiert mir das jemand oder übersetzt es mir jemand und sagt, das wurde damit gesagt. Also da passiert ja beides nicht, wenn du zum Beispiel auch sagst, du warst nur alleine zu Hause. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen muss man das da auch, also du musst da einen offenen, ich sag mal, ein offenes Herz haben, auch zu prüfen und zu hinterfragen. Ja, habe ich schon, deswegen ja, deswegen rede ich. Bin ich halt extra hochgekommen, damit wir auch darüber reden können. Genau. Ganz kurz, weil ich unterbreche. Mhm. Ja, klar. Okay. Ganz kurz, wenn ich unterbreche. Mensch, ja. Wer im Ausschau?
Am sind ein Chromophon und Musru. Am Mom Person und Basra. Ja, ich höre schon, ich höre schon. Also, lass uns einfach jetzt auf die Christen fokussieren und dann. Die Muslime wollen nicht hochkommen. Dicker, die sehen dich und deswegen, die haben. Ich glaube, die haben Angst vor dir, Bruder. Welche Sprache war das wohl? Das war Ghanesisch. Das war Ghanesisch. Oh, Donald, hier, warte mal, Odossa, komm mal hoch, Bruder. Du bist ja auch ein Experte in dem Bereich. Odossa kann auch vielleicht unterstützen mit Zungenreden. Ich weiß nicht, ob er Bock hat. Dann übergebe ich mal das Wort. Warte ganz kurz, ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Also Humperdo Messi, du glaubst nicht an die Hadithe, du bist raus aus dem Islam, Mann. Du bist ein Munafiq, du bist ein Käfer, mein Freund. Wer nicht an die Hadithe glaubt, der ist raus aus dem Islam, mein Freund. Hat dir das dein Gelehrter in der Moschee nicht beigebracht? Mann, ein Käfer bist du. Jo. Oh. Wie läuft's? Aber nichts bei dir? Ah, entspannt, Bruder, ich krieg gleich Besuch. Mein kleiner Break kommt gleich zu mir. Ah, okay. Mhm. Nee, weil die reden, also Dede und ich glaube Angelo reden gerade über Zungenreden. Ronald. Achso, Ronald, das ist das. Ronald, nicht ich, die ist nicht. Okay. Nicht nur über Zungen reden, sondern allgemeine Gaben. Ob man heutzutage noch prophezeien kann, ob, weißt du? Ja, natürlich. 1. Korinther 1,7 gibt Closure über diese Situation. Moment. Ich lese mal vor. Ne? Warte. Ich glaube, es war 1. Korinther 1,7. Okay. Hier haben wir es. 1. Korinther 1,7. Paulus schreibt, ich lese ab Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Wir sehen, Paulus will hier klarstellen, dass die Gnadengaben, weil die Gaben des Geistes, die Geistesgaben, werden in 1. Korinther 12 Gnadengaben genannt, ne? Und er dankt davor Gott und er sagt, ey, ihr seid reich geworden in Erkenntnis, ihr seid reich geworden im Wort, ihr seid im Zeugnis von Jesus gefestigt, so dass ihr keinen, also ihr habt Glauben, euer Glaube ist so, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr auf Jesus wartet. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ist Jesus schon wiedergekommen? Nein, ist er noch nicht. Er wird noch wiederkommen. Und während wir ihn erwarten, sind die Gnadengaben gegeben, damit wir das nutzen können, um die Gemeinde zu erbauen und um zu evangelisieren. Sprich, ich glaube, es nennt sich Zäsionismus, dieses, dass die Gnadengaben aufgehört haben, spätestens nach dem Kanon. Das ist Quatsch, weil es keine Bibelstelle gibt, die da irgendwie das supporten kann. In 1. Korinther 13,8, glaube ich, wenn da steht, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann wird es auf jeden Fall nicht der Kanon gemeint. Es wird gar keinen Sinn ergeben. Das ist einfach frei rausinterpretiert. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Das ist einfach, dass man das so deutet und dann darauf eben die nächsten zwei Verse, dass man daraus eine Theologie macht. Das ergibt aber auch keinen Sinn. Wenn wir sagen, der Kanon ist gekommen im 2. Jahrhundert und deswegen haben die Gnadengaben aufgehört. Ja, Bro, aber wenn wir uns die Gnadengaben mal anschauen, außerdem Paulus redet in 1. Korinther 13, sagt er, wir sehen stückweise, wir erkennen stückweise, Sprachen werden weggetan werden, Prophezeien wird weggetan werden. Wenn das Vollkommen aber kommt, wird das Schriftstück weggelegt werden. Oder das Problem ist, welche Gnadengaben haben wir denn heute alles? Die Gemeinde existiert. Wir müssen immer noch evangelisieren. Menschen müssen sich immer noch für Jesus entscheiden. Und zum Beispiel Leitung ist auch eine Gnadengabe. Wenn wir sagen, dass die Gnadengaben aufgehört haben, dann Hilfeleistung, Zweck, dass Gott Menschen Herzen gibt, die hilfsbereit sind, dann sind Christen nicht mehr hilfsbereit durch den Heiligen Geist
und Gott stellt keine neuen Leiter mehr auf. Weil das ist auch alles Gnadengabe. Man muss 1. Korinther 12 nur lesen. Das Problem, das meisten haben, meiner Meinung nach, wie ich das sehe, die haben einfach ein Problem mit Prophecy und mit Speaking in Tongues. Und weil sie dann gar nicht irgendwie Action vom Heiligen Geist haben wollen, scheren sie das dann alles einfach unter einen Kamm. Aber so funktioniert die Bibel halt nicht, Bruder. Der Heilige Geist ist eben lebendig, Bruder. Er arbeitet, er macht und daran wird sich auch nichts ändern. So. Amen. Ja, und Amen, haben, Amen. Weil ich hatte mit dem Typen gesprochen, also ich komme aus Nähe München. Da habe ich ihn gefragt, hey, glaubst du eigentlich daran, dass Gott durch uns heutzutage noch Dämonen austreiben kann? Er hat einfach eiskalt Nein zu mir gesagt. Dann stand ich da und habe gesagt, so, hey, warum glaubst du nicht daran? Dann kam er mit 1. Korinther 13, 8 bis 10 und bla 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 bla. Ja. Da war ich halt ein bisschen sprachlos. Das ist eine falsche Doktrin, die in Gemeinden, in gewissen Gemeinden auch gelehrt wird, einfach weil ich persönlich, das ist meine Meinung, du hast heutzutage in der Christenheit Menschen, die sich einfach für den Heiligen Geist schämen, für Dinge schämen, die Gott tut. Und sie wollen dann einfach nicht wie verrückte Menschen aussehen. Weißt du, ich meine? Aber Fakt ist, unser Glaube ist nun mal verrückt, Bro. Es ist eben so. Weißt du, ich meine? So, Jesus hat ganz viele Dämonen ausgetrieben. Er hat gesagt, wir werden größere Werke tun als er. Er hat gesagt, wir werden dasselbe tun wie er. Dämonen sind immer noch hier. Und wenn Menschen ihre Bibel lesen, dann würden wir sehen, okay, Paulus schreibt ja auch, dass wir zum Beispiel gemeinsam mit Jesus Engel richten werden. Ne? Und Jesus ist ja letztendlich noch nicht wiedergekommen. Das ganze Gericht hat ja auch noch nicht angefangen. Und Dämonen arbeiten ja immer noch hier. 2. Korinther 4,4. Der Gott dieser Welt arbeitet ja auch immer noch hier. Ne? Das heißt, wenn uns Autorität gibt, Lukas 10,19, auf Schlangen und Skorpione zu laufen, dann ist diese Autorität genau für jetzt. Weil wir leben gerade in der Zeit, wo der Missionsbefehl gültig ist. Weil er sagt doch, geht hinaus in die Welt, schafft Jünger, tauft sie. Zum Beispiel. Und zum Beispiel ein Paulus. Ein Paulus, wenn er zum Beispiel nach Mazedonien oder so gegangen ist, was hat denn der da gemacht? Der hat da vom Heiligen Geist eine andere Sprache eingegeben bekommen, damit er da evangelisieren konnte, damit er sich mit den Leuten da verständigen kann. Genauso ist das heute auch möglich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in irgendeinen indigenen Stamm gehe oder so, bete ich zum Herrn, dass er mir die Fähigkeit gibt, das zu tun. Und der Herr ist treu und er wird's machen. Weißt du, was ich meine? Und wenn man halt nicht den Glauben dafür hat, dann muss man halt an seiner Beziehung zum Herrn arbeiten. Aber zu sagen, dass es nicht möglich ist, ist crazy. Das finde ich dann immer wieder. Das hast du sehr, sehr schön gesagt, Bruder. Ich finde das halt immer sehr vorsichtig, weil man kennt das sehr oft von Gemeinden, die dann zum Beispiel sagen, dass sie jetzt auch dich heilen werden. Und wenn das dann nicht passiert, kommt dann wieder die Aussage, du hattest nicht genug Glauben. Und bei sowas muss man sehr vorsichtig sein. Auch weil hier jetzt, ich sag mal, sehr viele Zuschauer sind, muss man da wirklich extrem aufpassen, was man auch dazu sagt zu dem Thema. Deswegen äußere ich mich jetzt auch die ganze Zeit nicht. Aber ich würde gerne über dieses Thema reden, auch mit dir nochmal. Ich werde dich später nochmal anschreiben zu dem Thema, dass wir einfach als Geschwister darüber mal reden können, falls das okay für dich ist. Das Ding ist, warum ich bold bin bei diesen Themen, ist einfach Folgendes. Wir lesen in 1. Timotheus 4, dass in der letzten Zeit werden sich dämonische Lehren in die Gemeinde einschleichen. Ja. Und zu sagen, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir über die Kraft des Heiligen Geistes reden, Das meine ich generell. Genau, ich weiß, ich meine nur, warum ich so bold über diese Themen rede. So, Fakt ist im Endeffekt, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch nur ein Bruder. Wenn ich falsch liege, will ich, dass man mich korrigiert. Ich weiß am besten, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich kann nur sagen, ich weiß, wie ich denke. Aber ich finde, heutzutage innerhalb des Leibes sind wir in gewissen Stellen so voll vorsichtig geworden, über die lebendige Kraft des Heiligen Geistes zu reden. Aber gleichzeitig haben wir die Aussage von Paulus, dass sich auch dämonische Lehren in die Gemeinde schleichen werden. Und genau. Man muss ganz klar diese Sachen rausrufen, um diese Irrlehren zu verbannen. Also zu glauben, dass der Heilige Geist heute nicht mehr arbeitet, wie er es damals getan hat, ist eine absolut falsche Lehre. Ich würde halt ein bisschen eine Lehre dämonischen Ursprungs, weil wie kann man denn denken, dass Gott aufhört,
das zu tun, was er schon immer getan hat. Ich würde ja bereits nachdenken. Jesus war, ist und bleibt für immer derselbe. Er ändert sich ja nicht. Ne? Er arbeitet auf dieselbe Art und Weise. Er ist, wer er ist. Er denkt, wie er denkt. Er tut, was er tut. Und wenn er vor 2000 Jahren Menschen von Demonic Possessions gerettet hat, sie befreit hat, dann wird er das heute auch immer noch tun. Weil die Bibel gekommen ist, weil wir jetzt die Schrift haben komplett, ist der Heilige Geist ja nicht in Rente gegangen. Weißt du, was ich meine? Ich würde halt da wirklich sehr differenzieren, also jetzt zu dem, was du gesagt hast. Ich würde nicht sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass der Heilige Geist wie damals nicht wirkt, dass man das alles verwirft. Ich finde nur, weil du auch gerade gesagt hast, du hast Weisheit nicht gegessen und genauso wenig ich, also jeder von uns. Wenn man aber dann zum Beispiel Aussagen trifft, die jetzt nicht zum Beispiel nur Jesus Christus betreffen und die heilsrelevanten Sachen, sagen wir mal so, falls du verstehst, was ich meine, ne? Dann würde ich halt bei den Sachen, die mit Lehre, bei Paulus sagt auch, wir sollten aufpassen, dass nicht jeder danach beharrt ist oder es unbedingt festhalten möchte, Lehrer zu sein. Und das, was man dann tut hier, ist ja gerade ein bisschen auch Lernen. Und da muss man halt aufpassen. Das hat für mich dann nichts mit Boldness zu tun, sondern dass man eher auf die Schrift auch irgendwo hört, wenn man dann ein gewisses Thema, was um Lehre geht, weil um das Retten, also die Evangelium selbst, muss man ja nicht lehren in dem Sinne, es ist ja eine heilende Botschaft, die frohe Botschaft. Aber wenn es dann zum Beispiel um so ein Thema geht, wo wir jetzt zum Beispiel über das, was wir gerade auch besprochen haben, reden, dann geht man ja schon so rein, dass man auch irgendwo lehrt. Und da muss man halt, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, weil wenn man dann zum Beispiel in dem Punkt falsch ist und man sagt es dann Leuten, die noch nicht im Herrn sind oder sogar schwach im Herrn sind, und man liegt dann vielleicht falsch und kommt später zur Erkenntnis davon, dass es falsch war, dann ist, du weißt dann, das ist halt ein bisschen blöd am Ende, weißt du? Und deswegen, wenn man dann so in einem Live zum Beispiel ist, deswegen sage ich ja, ich würde es eher gern so unter Geschwistern besprechen, weil wir sind ja schon fest in der Lehre. Und sagen wir mal jetzt, wir haben einen Bruder oder jemand, der noch gar nicht im Herrn ist, der weiß ja gar nicht, worum es geht und diese Themen verwirren ihn dann, weil ein sagt ihn so und ein sagt ihn so, weißt du, was ich meine? Da hat's für mich nichts mit Boldness zu tun, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen auf die anderen, die vielleicht noch gar nicht in dem Thema fest sind. Und dass man sich dann nicht nur auf eine Meinung festsetzt und sagt so, 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 sondern dass man unter Geschwistern dann darüber redet. Weil ich finde nicht, dass man jetzt Jesus verwirrt und das gleichsetzen muss mit dem, was in 1. Timotheus steht, dass sich Irrelehren reinwerfen werden, wenn man jetzt eher über ein Thema sprechen möchte, was ein bisschen, ich sag mal, komplexer ist. Weißt du, was ich meine? Und das hörst du von jemandem, der zum Glauben gefunden hat, durch das Heil vom Herrn, weißt du? Nicht, dass jemand für mich gebetet hat, sondern ich habe gebetet in der Nacht, wo ich ein gebrochenes Schienbein hatte, habe dadurch zum Herrn gefunden, weil die Operation am nächsten Tag abgesagt wurde und mein gebrochenes Schienbein dann geheilt wurde, weißt du? In der Nacht vom Herrn. Und deswegen, ich gehe jetzt nicht als Gegner von dessen, dass man geheilt werden kann vom Herrn. Man muss halt aufpassen, wenn es bestimmte Themen betrifft, weil viele Leute machen mit bestimmten Sachen aus der Schrift Sachen und wir kennen es leider, manche übertreiben es dann auch und manche interpretieren dann ihre eigenen Sachen rein und dann ist es am Ende ein gemischter Chaos und ich bin da, ich sag mal, bei beidem schon irgendwie durch, dass ich sehe, dass man theologisch an die Schrift rangehen soll, aber auch niemals verleugnen würde, dass die Kraft des Heiligen Geistes lebendig ist. Nur muss man immer aufpassen, wann man redet, in dem Sinne, falls du verstehst, dass man niemanden auch irgendwo verwirrt in dem, was man zum Beispiel für sich gerade als richtig erklärt, wenn man vielleicht sogar falsch liegen könnte. Weißt du, weil du sagst ja auch, deiner Meinung nach, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst und da widerspreche ich dir gar nicht. Aber in gewissen Themen haben wir Gewissheit. In gewissen Themen haben wir ja Gewissheit. Genau. Da hat es schon mit Boldness zu tun, wenn man sagt, ja, so geht zum Beispiel das Evangelium verkündigen. Oder dass Jesus zum Beispiel Gott ist, das ist ja nichts genau. Was mutmaßen, sondern das ist ja ein Fakt. Genau. Und ich zum Beispiel persönlich habe die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. So. Und ich weiß, dass manche Menschen sich da immer gerne aufsträumen, aber es ist nun mal so. Ich kann ja nicht das leugnen, was ich erlebt habe, nur weil es gewissen Menschen zum Beispiel nicht passen würde oder so. Ja. Deswegen sage ich da auch ganz, ganz stolz, hey, ich habe den Herrn erlebt. So, ich habe gesehen, dass das, was die Schrift sagt, dass das etwas ist, was vollkommen erlebbar ist und dass es echt ist, weißt du? Ja. Und da finde ich nicht, dass wir aufpassen müssen, wie wir erklären, dass der Heilige Geist immer noch real ist, oder in dem Fall, dass seine Kraft immer noch real ist und dass Gott heute noch eingreift, weißt du, ich meine? Also ich finde das sogar sehr wichtig, dass man das betont, weil wir eben auch diese andere Seite haben,
von Zessionisten, die dann eben die Kraft des Heiligen Geistes verleugnen. Und das ist halt wirklich was sehr Gefährliches, weil die Kraft vom Heiligen Geistes, wenn wir im Neuen Testament lesen, halt die Grundlage ist, einfach alles zu tun. Sei es das Evangelium verkündigen selbst, geht nicht ohne den Heiligen Geist. Warum beten wir? Durch wen beten wir? Alles Heiliger Geist. Wenn wir lesen in den Psalmen zum Beispiel, wie die Psalmisten beschreiben, was Gott durch seinen Heiligen Geist tut. Jedes Leben auf dieser Welt, das erschaffen wird von Gott, passiert alles durch den Heiligen Geist. Weißt du? Und deswegen sage ich, wir müssen da einfach straight facts sagen, weißt du, was ich meine? Weil wir können, weil das ist ja nichts, wo wir da einer Meinung und einer anderen Meinung sein können, weißt du, was ich meine? Also, ja, dass der Heilige Geist immer noch wirkt, da müssen wir als Christen zur Einheit des Glaubens finden, so wie in Epheser 4,11 steht, weißt du? Deswegen hat das meiner Meinung nach schon was mit Boldness zu tun. Natürlich Weisheit, wie und wo man spricht. Genau, aber eigentlich nur. Weisheit, wie und wo man spricht, aber dennoch muss, finde ich auf jeden Fall, dass ich, wenn man mich halt fragt, werde ich halt straight fact sagen, so, hey, der Heilige Geist macht halt immer noch, ne? So. Mhm. Weil die Bibel macht es ja auch klipp und klar. Aber Dede, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe vollkommen, was du damit sagen möchtest. Ja, also auch an alle anderen, das ist jetzt kein, dass wir uns uneinig sind, nur man muss bei gewissen Sachen halt manchmal auch so schauen, dass man ja weiß, wann man spricht. Und bei einem, ich sag mal, komplexen Thema kann man nicht einfach so alles rausschießen, was man selbst als Meinung hat. So selbst ich mache das nicht, weil ich mir dann denke, am Ende liege ich falsch und ich gebe irgendeinen Unsinn von mir, weißt du? Richtig, richtig. Okay, Leute, also wir haben jetzt genau 3 Stunden gemacht. Ich bin kaputt. Ich denke, es ist jetzt Zeit zu beenden. Ja. Warte mal, ich habe noch einen Gast, sondern genau. Ich lasse mal schnell. Hallo, Florenz. Hey, sie ist weg. Okay. Ja. Mensa, mir passiert ein bisschen Question, wann bist du morgen da? Morgen schwierig. Ich wollte eigentlich morgen früh kommen, aber morgen muss ich zur Gemeinde. Also wir haben morgen um 10 Uhr schon Gottesdienst. Um 10 Uhr? Aber ich muss um 10.15 Uhr schon da sein. Oh Mann. Okay, Sitch, na Opa, und you know my message. Was wolltest du? Ich meinte, dann gehe ich schlafen, weil sonst schaffe ich es nicht gut. Ja, Bruder, ich gehe auch gleich schlafen, sonst habe ich auch nicht gut. Okay, Gott segne euch allen. Wer hat so Geburtstag? Schreibt es später, Gott segne euch allen, ja. Bruder, hat so Geburtstag? Was soll ich? Bruder, hat so Geburtstag gehabt? Nein, das ist einer auf unserer Gemeinde auf dem Geburtstag. Wir haben gerade schon. Bruder, ich schlafe von da. Nein, Mann. Easy Jungs, dann ich wünsche euch Gottes reichlichen Segen. Möge eure Nacht behütet sein, möge euer Schlaf gehüt sein. Psalm 4, Vers 8 lesen, bevor ihr schlafen geht, ihr wisst Bescheid. Na, warte, ich lese euch Psalm 4, Vers 8 vor. Danke, ja, ich du kannst auch gleich das Evangelium teilen, bevor wir gehen. Dann. Das Evangelium teilen. Du bist ja der Meister hier. Der wahre Meister ist Jesus. Weil die sind alle gehört, Mann. Alles, Bruder. Aber komm, ich nutze einfach mal an die 149 Leute, die hier sind, was wir hier tun, beziehungsweise über wen wir hier reden. Lass mich anders anfangen. Wir haben das Jahr 2023 und seit 2000 Jahren sind Menschen geflasht von einer Person. Dieser Mensch, der zugleich wahrer Gott ist, diese Person kam vor 2000 Jahren auf diese Erde und seit 2000 Jahren sind Menschen fasziniert von ihm. Seit 2000 Jahren sind Nationen immens beeinflusst von dem, was er gelehrt und gesagt hat. Menschen bauen ihr Leben auf das, was dieser Mensch gesagt hat. Dieser Mensch war so besonders. Er kam in diese Welt hinein und sprach Menschen Identität zu. Er liebte Menschen, er heilte Menschen. Er hat Menschen aus ihrer Misere hinausgeholt. Er stand für Menschen ein. Und wahrhaftig ist er jemand, der für Menschen einsteht. Ein wahrer
Hohepriestern, so wie die Bibel es sagen würde, und wir reden über Jesus Christus. Wir lernen, und es steht geschrieben, dass Gott seine Liebe zu uns erwiesen hat, indem Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wir Menschen, wir sind Menschen mit Schuld. Wir sind Menschen, die Fehler machen. Wir sind Menschen, die nicht alles richtig machen. Wir leben auf dieser Welt. Diese Welt hat ihre Systeme. Die Systeme sind nun mal so ausgerichtet, dass wir sündigen. Ne? Wir sind so gepoolt in dieser Welt, dass wir sündigen. Aber Jesus ist auf diese Welt gekommen, um eben das Joch der Sünde über uns zu brechen. Warum? Weil die Bibel sagt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und die Bibel erklärt, wenn wir in den Tod gehen, mit Unvergebenheit, mit Sünde, werden wir ewiglich getrennt sein von Gott. Wir werden nicht bei ihm sein, sondern es wird noch viel schlimmer. Wir werden an einen Ort kommen, der Feuersee heißt. Lake of Fire, ein See aus Schwefel und Flammen. Aber dieser Ort war ursprünglich eigentlich nicht für uns gedacht, sondern für den Teufel und für seine Dämonen. Aber wir haben dasselbe getan wie der Teufel. Wir haben gesündigt und daher verdienen wir auch dieselbe Strafe. Gott in seiner ewigen Liebe aber hat beschlossen, selbst hierher zu kommen und das Problem der Sünde am Kreuz zu beseitigen. Er nahm unsere Sünde auf sich und starb am Kreuz. Wie ein Verbrecher. Obwohl er eigentlich perfekt ist, obwohl er ein Leben gelebt hat ohne Sünde. Die Bibel sagt in 2. Korinther 8, 9, dass wir ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kennen, dass der, obwohl er reich war, arm wurde, damit wir durch seine Armut eben reich werden würden. Und er hat uns reichlich beschenkt mit dem ewigen Leben. Und Jesus sagt heute zu dir, hey, ich will dir das ewige Leben geben und alles, was du tun musst, ist mir zu glauben. Glaube mir, dass ich Herr bin. Glaube mir, dass ich Gott bin. Glaube mir, dass ich dich am Kreuz gerettet habe. Glaube mir, dass mein Vater mich von den Toten erweckt hat. Glaube mir, dass ich dir ewiges Leben schenken möchte. Und was ich so krass finde, ist, die Bibel zeigt uns in Epheser 2, 8 bis 10, das ist eine Stelle im Neuen Testament, da schreibt der Apostel Paulus, dass wir aus dem Glauben gerettet sind, nicht aus Werken. Es ist Gottes Gabe, sprich, Gott schenkt uns die Errettung, damit wir im Endeffekt uns nicht rühmen können vor ihm, weil er der Urheber unseres Heils ist. Er ist der, der uns gerettet hat. Unsere Rettung kommt von Gott allein. Und das Schöne ist, das Neue Testament, für die, die es nicht wissen, wurde im Griechischen geschrieben, niedergeschrieben. Das Wort für Glauben im Griechischen ist das Wort Pistis. Und Pistis hat aber mehrere Bedeutungen. Pistis bedeutet Treue, Pistis bedeutet aber auch Glaube, sprich eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube bedeutet aber auch gleichzeitig Treue, bedeutet aber auch gleichzeitig Zuversicht, aber Pistis bedeutet aber auch, jetzt kommt's, gleichzeitig Vertrauen. Und wenn wir das Wort Pistis übersetzen in den richtigen Kontext, dann lernen wir, dass die Bibel eigentlich sagt, wenn du Jesus von Herzen vertraust, dann wirst du gerettet werden. Das heißt, Jesus will nichts, außer dass du anfängst, ihm zu vertrauen. Sorry, das ist jetzt mein Besuch, den ich angekündigt habe. Aber Jesus will, dass du ihm vertraust. Amen. Jesus will, dass du ihm vertraust. Und mehr musst du dafür nicht tun. Öffne dein Herz und wenn der Heilige Geist heute spricht, dann lade Jesus in dein Leben ein. Ganz einfach. Das war das Evangelium. Amen, Amen. Dankeschön, Bruder. Ja, ich hoffe, ich denke, das war klar und deutlich, aber ich hoffe, dass ihr das verstanden habt, ja. Das ist die einzige rettende Botschaft. Das heißt, jeder, der gerettet werden möchte, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist kein. Okay, ne Mensa. Any Mekwako da, because my break. Okay, man. Yeah, but let me present this house. It's now home, but 10 o'clock, I'll be back to me. Okay, ube freestyle, it's now, and I said only Muslims. I schreib dir, wenn ich schon. Okay, next, because Muslim, ja? Mensa. Ja, ich bin sehr scharf auf die, wenn ich ganz ehrlich bin. Mensa, ja. Was heißt mir
Departure bedeutet bitte oder so, ja, bitte. Und was heißt Madame Fon? Mein Freund. Mein Freund. Okay. Njamibuachna, ja genau. Mensa, dann sag mir dann eine Stunde davor Bescheid, weil dann bereite ich mich richtig vor dann dafür. Alles klar. Morgen, ja, gute Nacht. Gute Nacht, meine Lieben. Gute Gottes Nacht. Segen an alle. Gottes Segen, ja. Gottes Segen an alle, ich gehe auch weg, ich warte. Je Dieu vous bénisse. Je Dieu vous bénisse. In Jesus' Namen. Amen. Amen, amen, amen. Schlaf alle schön. Lasst euch nicht ärgern.